Ja, hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge vom Imker-Podcast mit Marco und Der außergewöhnlichen Marie. wie immer stellen wir euch unsere Themen von heute vor, aber zunächst wünschen wir euch erstmal ein frohes neues Jahr. Tatsächlich ist das ja unsere erste Folge dieses Jahr. Wir haben ein bisschen zeitliche Probleme gehabt und deswegen kommt die erste Folge 2022 erst heute. Ja, worüber wollen wir heute sprechen? Wir haben sehr viel Feedback bekommen von euch in letzter Zeit, da wollen wir noch mal kurz drauf eingehen. Dann haben wir einen Nachtrag aus der letzten Folge zum Thema Drohnenbrutschneiden. Dann haben wir einige Themen zum Neues aus der Imkerschaft, unter anderem die Verurteilung oder auch Nichtverurteilen von Nordbiene bezüglich des Besitzes und Verwendung von kristalliner Oxalsäure. Dann gehen wir nochmal auf das neue Tierarzneimittelgesetz ein. Dann Neues aus unseren Imkereien. Dann hat Marco etwas vorbereitet zum Thema Imkerei und Technik. Dann erzähle ich euch ein bisschen was zur Sklenabiene und zwar zu vier ausgewählten Zuchtlinien. Dann haben wir eine Bitte eines Zuschauers, Zuhörers bekommen, uns zu einem Video zu äußern von Lutz Eggert. Das haben wir uns angeschaut, was auf dem letzten Bienensymposium ausgestrahlt wurde. Dann haben wir wie immer unsere Highlights und Aufreger der Woche und ein Veranstaltungstipp, einen, der nicht stattfindet und einen, der online stattfindet. Das war's schon. Genau. Ich bin gespannt. 3 Stunden Podcast. Ja, starten wir mal mit euer Feedback. Also erst nochmal vielen Dank für euer wirklich ja, sehr ausführliches Feedback in den letzten Wochen. Wir haben total viel tolle Rückmeldungen von euch bekommen und teilweise wirklich sehr langes Feedback auch. Da haben wir uns total drüber gefreut. Wir freuen uns, dass das Format so gut bei euch ankommt. Wir bekommen auch ab und zu mal Kritik. Bei YouTube sind einige Kommentare sehr explizit teilweise. Das finde ich aber gut. Daraus können wir nur lernen. Und bisher sind trotzdem zumeist ja auch nette Gespräche danach entstanden. Also das ist eigentlich immer cool. Und auf ein Feedback möchte ich noch mal ein bisschen genauer eingehen. Und zwar hat uns ein Zuhörer gefragt, ob das Thema Backfass und Carnica, ob das wirklich ein Thema bei uns ist. Er hat das Gefühl, dass das eigentlich nicht mehr so ein großes Thema ist. Da habe ich ein bisschen länger drüber nachgedacht. Also ich für meinen Teil kann sagen, bei uns ist das ein Thema. Nicht in meinem eigenen Verein, aber in dem anderen, wo ich auch Mitglied bin. Das ist der Imkerverein Leverkusen und Leverkusen hat ja auch eine eigene Belegstelle. Und da gibt es also einige Carnica-Züchter, die sich natürlich auch noch an eine Zeit erinnern können, wo Leverkusen quasi reines Carnica-Gebiet war und wo die einfach eine Drohnenhoheit natürlich auch hatten und eine gute Anpaarung auch vor Ort. Und es ist nicht so, dass ich das nicht nachvollziehen könnte, diese ganze Dramatik da drumherum. Ich persönlich sehe das ja etwas entspannter. Aber ich sag mal, aus meinem persönlichen Umfeld vor Ort, da ist es auf jeden Fall ein Thema und teilweise auch ein Thema, was wirklich sehr emotional gehandhabt wird. Aber ich sag mal, der etwas größere Kreis, wo man ja auch viel Kontakt hat übers Internet und so weiter, da ist es überhaupt gar kein Thema. Das sehe ich schon so. Wie ist es bei dir, Marco? Tippt auf seinem Handy rum, schön. Oh, ich habe dazu eigentlich keine Meinung, weil soll jeder machen, wie er will. Ne? Gibt ja durchaus, es ist, ich glaube ich, re relativ regional unterschiedlich. Ne? Gibt halt Gebiete, wo es durchmischt ist. Gibt halt Gebiete, wo eher das eine im Vordergrund steht. Dann gibt es wieder Gebiete, wo das andere im Vordergrund steht. Und dann gibt es wieder Gebiete, wo sich Leute, die ein Interesse haben, zusammentun und dann natürlich Leute mit anderem Interesse diskreditieren. Aber das ist jetzt nicht auf eine Bienenrasse gemünzt. Also gibt genug Backfestleute, die genauso schlecht über Carnica-Bienen reden und umgekehrt. Ja, genau, Das so sind würde ich das aber für natürlich auch mich sagen. sind das seltsame Menschen. Also, ne? Ich finde alle Fanatiker schwierig. Und ich sag mal, wir haben genügend Instrumente, um selbst in einem Mischgebiet. Nee, es geht mir einfach nur darum, wer bin ich, dass ich entscheiden darf, was der andere macht, solange er mich damit nicht beeinträchtigt. Und mich beeinträchtigt nicht jemand, wenn er eine Carnica-Biene hat. Das ist, ändert nichts an meinem Leben. Es ist einfach nur irgendwie,
weiß ich nicht, eine Beeinflussung, die diese Menschen da durchlitten haben durch irgendwas, die dazu führt, dass sie so denken. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Aber kann man nicht ändern und mir ist es egal. Ja, genau. Und dann hatten wir auch noch mal ein bisschen dieses Thema mit den Frauen und dem Gendern. Das ist wirklich ein Dauerbrenner bei euch. Also bekommen wir immer mal wieder Kommentare auch unter dem entsprechenden, unter der entsprechenden Folge. Teilweise auch Kommentare, die offensichtlich einfach nur provozieren wollen. Aber gerne mehr davon. Habe ich gar kein Problem mit. Das stimmt ja jetzt so auch nicht. Naja, also manche Kommentare sind schon provokativ. Ja, aber du regst dich darüber auf. Nö, das stimmt gar nicht. Ja, habe ich aber so empfunden. Ja, okay, aber ich meine, du weißt ja, dass ich ein Mensch bin, der sehr ist. Und vielleicht empfindest du das als ruhiger Zeitgenosse, empfindest du das dann als aufregend, wenn ich das darüber kommuniziere. Okay, worauf ich aber eigentlich hinaus will, uns hat ein Zuhörer geschrieben, dass er das aus seinem eigenen Umfeld so erlebt, dass die Vereine teilweise sehr fest in Frauenhand sind. Und ja, ne, also es geht halt auch anders. Also es ist schon, er empfindet das halt schon so, dass die Vereine teilweise ohne die Frauen auch wirklich nicht so gut dastehen würden. Also das fand ich auch ein sehr positives und schönes, erwähnenswertes Beispiel. Ja, dann nächstes Thema. Oder möchtest du noch etwas zu Frauen in der Imkerei sagen? Ich habe halt nicht so viele, ne? Und ich habe nicht so wirklich viele Berührungspunkte zu Frauen in der Imkerei. Und die Berührungspunkte, die ich hatte, die waren eher negativ behaftet, weil die dann meistens Feuer und Flamme waren, 1, 2, 3 Jahre. Und dann haben sie gemerkt, oh, das ist doch sehr anstrengende Arbeit und ich möchte dann doch nicht mehr. Wobei ich halt schon finde, wo hatte ich denn letztens dieses? Ach ja, das war auch bei, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erzählt hatte, eine total liebe Kollegin aus der Schweiz. Ich glaube, ich habe davon schon berichtet. Die hatte nochmal so einen Aufruf gestartet bei Facebook und nochmal so geschrieben, welche wichtigen Frauenpersönlichkeiten gab es eigentlich in der Imkerei. Und dann hatte eine dazu geschrieben, ein Mann, dass er halt schon findet oder dass man halt nicht übersehen darf, dass die Imkerei halt körperlich ein anstrengender Job ist. Das ist unumstritten so, ne? Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und dass er halt deswegen schon findet, dass das nicht unbedingt für Frauen gemacht ist. Mhm. Ich habe dann darunter geschrieben, man müsste dann aber auch argumentieren, dass es nicht für alte Männer gemacht ist oder für Männer, die ein bisschen schwach sind auf der Brust. Ich meine, das gibt es einfach auch. Und das würde ja auch niemals, würde keinem einfallen, das zu sagen, dass Männer, ich sage jetzt mal ab 70 plus, nicht mehr imkern dürfen oder dass es nicht für die gemacht ist. Auf die Idee würde ja keiner kommen. Gut, dann wechseln sie auf Hinterbehandlungsbeute. Ja, genau. Es gibt ja einfach Möglichkeiten, ne? Also dass man die Zagen, Halbzagen, egal ob jetzt horizontal oder vertikal geteilt, ich meine, es gibt ja nun wirklich Möglichkeiten. Ne? Hobox, ich arbeite nur mit 12er Hobox. Also ich schleppe keinen 40-Kilo-Bock durch die Gegend, das ist ja wohl klar. Und so, also kann man, ne, rückenschonen kann man ja unabhängig vom Geschlecht und vom Alter imkern. Was lachst du? Nix. Ich habe jetzt gerade nur überlegt, was ist schwerer, der Hobbock oder du? Ja. Wiegt schon noch mehr als 40 Kilo. Ihr guckt dir meine schwabbelnden Arme an. Ich zeige sie euch jetzt aber nicht. Genau. Dann nachgehakt aus der letzten Folge. Ja? Ja, okay. Gerne. Also wir haben ja das Thema Drohnenbrotschneiden mal kurz angeschnitten. Oh, ein Wortspiel. Und ein Thema ist mir im Nachhinein noch eingefallen oder ein Teilpunkt, über den wir in dem Moment gar nicht gesprochen hatten, so im Eifer des Gefechts. Und zwar wird ja immer mal wieder die Behauptung aufgestellt, wer konsequent Drohnenbrut schneidet, der würde seine eigenen Varonen so selektionieren, darauf in die Arbeiterinnenbrut zu gehen. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Vielleicht kann mir einer von euch was dazu sagen. Vielleicht stand auch in den Kommentaren. Hm? Stand in den Kommentaren doch auch ein Kommentar dazu. Ja? Einem Zuhörer vom Kai, glaube ich. Und der hatte doch gesagt, dass seiner Meinung nach die Milbe das nicht erkennen kann, ob das jetzt Drohnenbrot ist oder ob das Arbeiterinnenbrot ist. Und dass es eigentlich willkürlich ist. Sie haben halt nur den Vorteil in der Drohnenbrut, dass sie da einen Zyklus mehr haben. Aber ob die Milbe das wirklich weiß, ich glaube nicht. Warum ist es dann so, dass wenn du, und das ist ja, soweit ich weiß, nachgewiesenermaßen so, wenn du Naturwabenbau hast, wie ich das ja auch habe, oder sagen wir mal so, wenn du eine Wabe hast, wo du beides hast, Arbeiterinnenbrut und Drohnenecken,
Warum ist es dann so, dass die Drohnenecken... Aha, Moment. Ich glaube, die Drohnenecken werden vermehrt befallen, weil die in der Ecke sind und die Varonen wissen oder auch nicht, dass es da ein bisschen kühler ist und die Verdeckungszeit da länger ist. Da gibt es ja, diese Thematik gibt es ja, dass die Ecken stärker befallen sind, weil es kühler ist und weil sie natürlich eine längere Verdeckungszeit dann haben. Das Also dann heißt, brauchen wir runde Waben, dann haben wir gar keine Probleme mehr mit Varroa. oh, das hatten wir doch schon, diese Rubin, Kugel, die wir gedreht haben. Kugelbeutel oder wie heißt das noch? Ach, du kommst zu spät, verdammt. Wir hätten reich werden können. Wieso wir? Ach so. Du. Aber ich Bei mitgehört an der Idee. Geld gehört ihr, bei Geld hört die Freundschaft auf, oder wie war das? Okay. Ja, genau. Aber vielleicht, was wisst ihr? Kennt ihr irgendwelche Arbeiten zu dem Thema? Wie ist das so? Und erzählt doch mal, ob ihr was dazu wisst. Wir können ja vielleicht noch mal selber ein bisschen recherchieren. Ja, das ist Aber aber das immer ist ja. schwierig und mühsam, ne? Ja, auch ja, Recherche ist schwierig. Das stimmt. ja, war ein total spannendes Thema auf jeden Fall. Genau, und dann sind wir Es schon ging mal mit. ja auf diese Serana-Geschichte hier hinaus, ne? Oder daraus war das abgeleitet, ne? Dass ich dann gesagt hätte, dass man ja eigentlich doch schneiden könnte, ne? Theoretisch, ne? Stimmt. Aha, wahrscheinlich habe ich das nicht so aktiv gelesen, weil du da geantwortet hast bei YouTube. Dann habe ich das wahrscheinlich nur überflogen. Naja. Sorry. Ja, Neues aus der Imkerschaft. Die Thematik um dieses Verfahren bezüglich Besitz und Verwendung von kristalliner Oxalsäure von Nordbiene ist zu einem Ende geführt. Und zwar wurde sich darauf geeinigt, dass gegen eine Zahlung von 500 € für einen gemeinnützigen Zweck seiner Wahl das Verfahren eingestellt wird. 500 € klingt jetzt erstmal nicht viel, aber dazu kommen wohl anscheinend noch die Verfahrenskosten, ne? Also von Gericht und natürlich Anwalt. Also ich denke, das wird noch ein ganz ordentliches Sümmchen werden. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die, was waren das Verfahren, was, auf was für eine Summe waren das angesetzt? Keine Ahnung. 5.000 € wahrscheinlich oder sowas? 10.000 €? Ich weiß es Danach nicht. lässt sich das ja ableiten. Keine Ahnung. Ich würde einfach mal schätzen, 1.000 € hat er bestimmt noch bezahlt, zusätzlich ungefähr, könnte ich mir vorstellen. Wird das nicht gesagt in dem Video, oder? Nee, ich habe es aber auch danach dann nicht weiterverfolgt. Ah Das ist ja. jetzt für mich durch. Naja, also ich denke mal, das ist aus seiner persönlichen Sicht wahrscheinlich die richtige Entscheidung gewesen, dass man sich dort geeinigt hat, im Gegensatz zu einem ungewissen Verfahrensausgang. Ne? Und dann wäre es wahrscheinlich richtig teuer geworden. Ne? Ich frage mich, ob sich der Dip jetzt nicht im Nachhinein in den Hintern beißt mit dem Ausgang, mit dem, ich sag mal, positiven Ausgang vergleichsweise, dass sie nicht quasi sich hinter die Imker gestellt haben, wo sie doch eigentlich wissen, ne, ich meine, das Thema hatten wir schon mal, ne, sie haben ja selber in ihrem Rundbrief geschrieben, dass sie ständig Anfragen kriegen dazu und haben sich ja aber dazu geäußert, also haben das ja abgekanzelt kurz vor Verfahrensende, ne, so nach dem Motto, wir sind auch dagegen übrigens. Obwohl sie wissen, dass das so viele Imker machen und auch danach ständig fragen. Das wäre ja eigentlich ein gutes Instrument gewesen, sich in dem Moment zu schützen, vor die Imkerschaft zu stellen und zu sagen, wir stehen euch zur Seite. Und diese Chance haben sie jetzt ja nicht genutzt. Ja, das liegt aber auch in den Landesverbänden, ne? Die müssten ja dann auf den Dip einwirken. Und da kommt ja, also ich, jetzt bei uns habe ich noch nichts, keine einzige Stellungnahme dazu gelesen. Nee, ich in der Tat auch nicht. Also nicht bewusst zumindest. Kann aber auch einfach. Ja, das hätte ja über die Vereine kommuniziert werden können, sowas, ne? Aber ne, da duckt man sich lieber und sagt nichts, ne? Anstatt dass man sich die Finger verbrennt. Aber ich sag mal so, das hat ja, glaube ich, meine, wir haben jetzt ja keine validen Zahlen, haben wir ja leider nicht gekriegt, aber mich würde das schon mal interessieren. Also ich sag mal so, ich habe das Gefühl, dass die Imker, die im Internet unterwegs sind, und ja, sehr viel rechts und links gucken, dass da der Prozentsatz an Anwendern fürs Verdampfen deutlich höher ist als so, ich sag mal, der Hobby-Imker, der sich eher nur über den Verein informiert.
Weil ich weiß zum Beispiel, dass in dem einen Verein, wo ich auch Mitglied bin, dass es da genügend Imker gibt, die noch nie was davon gehört haben, wo ich dann echt denke, wow, krass. Ja, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ach, das wird auch immer regional unterschiedlich sein, denke ich, ne? Wenn einer damit anfängt, dann, ne, und der so quasi so ein Influencer ist. So ein Vortänzer. Ja, nicht unbedingt Vortänzer, aber dass der die Leute dann irgendwie auch beeinflusst, dann das auch mal zu probieren. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was bei uns ja relativ verbreitet ist, also in diesem Stöfchen, ne? Das wird hier sehr, sehr viel gemacht. Mit dem Teelicht und dem Stöfchen. Ja, was ja Aumeier und Liebig entwickelt haben. Ne? Das kann man, glaube ich, mittlerweile auch so fertig kaufen im Laden. Das weiß ich nicht. Ich meine, ich hätte das mal gesehen. Aber das ist so eine Sache, das verstehe ich wieder überhaupt nicht. Ne? Wie kann man mit dem offenen Feuer in der Bienenbeute arbeiten? Ne? Alle, die das machen, die sagen mir immer, wow, das ist alles gar kein Problem, total ungefährlich. Aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Es sind aber auch schon Bienen abgebrannt. Ne? Also da gab es ja mal ein Rundschreiben vom Imkerverband Rheinland vor einem Jahr ungefähr, Ein glaube ich. Bienenhaus, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall. Und da haben sie ganz explizit nochmal davor gewarnt. Und das ist auch natürlich in der Versicherung dann nicht abgedeckt, ist ja klar. Ne? Also das ist echt. Und da ist auf jeden Fall, da ist ordentlich was abgebrannt. Also ich meine, da kann man auf gar keinen Fall, kann man, wenn man das macht, die Szenerie verlassen. Ne? Also das ist ja wirklich. Ich weiß gar nicht, wie lange hast es natürlich noch nicht gemacht, aber mich würde mal interessieren, wie lange das mit so einem Teelicht dauert, bis sowas Also der Prozess. ich weiß ja, dass Aumeier und Liebig das sehr explizit getestet haben und irgendwas hat sie auch mal dazu gesagt. Ich glaube, das sind in der Tat nur ein paar Minuten eigentlich. Dann kann man ja quasi, wenn das erste Volk fertig ist, könnte man das Ding ja schon wieder unten rausnehmen, ne? Das wird unten Nee, in oben den. aufgesetzt. Nicht unten in dem Boden. Nee, nee. Und ich glaube, sie empfiehlt, aber jetzt nagel mich nicht fest, Armierungsgewebe oder irgendwas, dass es bienendicht ist auf jeden Fall. Und dann eine Fliese da drauf, dass es da auch keinen krassen Wärmeübertrag gibt und dann dieses Stöfchen da drauf und Ja, dann. aber wie kriegst du denn dann Das sagt doch nach unten. sicher? Ja. Also Ich ich meine. hätte jetzt gedacht, das kommt in den Boden rein und dann steigt es nach oben. Nee, nee, von oben. Mit einer Leerzange oben drauf. Ich hätte gedacht, genau umgekehrt, in den Boden rein und dann, naja, lernt man nie aus. Obwohl, ich werde es nochmal überprüfen. Das kannst du gerne tun. Genau. Dann hatte die Aurelia-Stiftung, ja, wir hatten die Folge ja natürlich schon von einer Weile vorbereitet, aber wir haben es echt nicht auf die Kette gekriegt. Die Aurelia-Stiftung hatte aufgerufen, bis zum 16.01., also bis heute, Rapshonig einzuschicken und dieser sollte anonym auf 7-Neonicotinoide untersucht werden. Ich erwähne das trotzdem nochmal, weil das unter den professionelleren Imkern, sage ich mal, bei Facebook einen ziemlichen Aufruhr verursacht hat, dieses Thema. Weil was nicht gepasst hat, war wie öffentlich die damit quasi gegangen sind. Ne? Also, dass sie quasi sehr öffentlich dazu aufgerufen haben und womöglich bei Kunden damit den Eindruck gewinnen, dass Rapshonig belastet sein könnte. Nachvollziehbar auf der einen Seite, auf der anderen Seite Frage der Transparenz. Aber die Aurelia-Stiftung hätte das womöglich tatsächlich ein bisschen geschickter machen können. Dass man jetzt nicht das im Internet großflächig teilt überall. Aber ich sag mal, insgesamt ein sehr interessantes Thema. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Stimmung in diesem, dass sie eher so ist wie, da schicke ich nichts hin. Weil eigentlich niemand da irgendwie auffallen möchte. Und ja, wobei Facebook ist ein kleinster Ausschnitt und auch da äußert sich ja immer nur ein kleiner Teil. Also von daher haben vielleicht viele hingeschickt. Da wir keinen reinen Rapshonig nicht haben und ich sowieso keinen Honig mehr habe, habe ich natürlich nichts hingeschickt. Aber ja, keine Ahnung. Finde eigentlich die Aktion an sich gut, aber ich verstehe total die Meinung, dass man das vielleicht ein bisschen geschickter hätte machen können. Ahnung. Es gibt auch sicherlich viele, die das gar nicht wissen wollen, ne? Weil sonst der ganze Honig vernichtet werden muss. Ja gut, ich meine, das ist ja alles schon passiert, ne? Ja. Also
Und dann war es halt nachher keiner und schwierig, da Leute in Regress zu nehmen. Ne? Ganz schwieriges Thema in der Tat. Bei Facebook habe ich das mal gesehen, irgendwie so ein Berufsimker, ich glaube in Ostdeutschland. Wie viele Tonnen musste der da vernichten? Ich weiß es nicht, aber einiges, ne? Ja. Naja, und dann war doch der, da war auch in der Fachpresse waren auch Artikel dazu. Aber der Name fällt mir jetzt nicht mehr ein. Das war, glaube ich, Löwenzahnhonig. Und da hatte der Landwirt die Löwenzahnwiese mit Glyphosat, ich glaube, es war Glyphosat, niedergemacht. Und die stand quasi irgendwie in der Nähe der Bienen und in die volle Blüte wohl auch. Und ja. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ob da überhaupt was bei rausgekommen ist bei diesem. Das ist auch, glaube ich, vor Gericht gelandet. Ja, das ist alles ein sehr schwieriges Thema, muss ich sagen. Da kann man ist da so schnell bereit, Urteile zu fällen, aber das ist sehr komplex alles und man muss sich schon alle Seiten genau angucken. Und ich sage mal so, ich möchte in der heutigen Zeit ganz sicherlich kein Landwirt sein, der Raps anbaut oder irgend so etwas tut. Also die einzige Lösung ist dann miteinander und miteinander reden. Meiner Meinung. Gut. Ich hab dazu keine Meinung. Also ich bin, wir sind von den Landwirten abhängig, weil sie dafür sorgen, dass wir nicht verhungern. Ja, in der Tat. Und da muss man irgendwie auch Verständnis für haben. Die sind ja auch dem Preisdiktat unterlegen. Ja, das ist, was ich meine. Man muss schon beide Seiten sehen. Ne? Man verurteilt sehr, sehr schnell und sehr leicht nach dem Motto, warum setzen die Bauern das ein und so weiter. Geht doch auch anders. Wenn es so einfach ginge, würden sie es machen. Ne? Also ich habe in meiner Teenagerzeit haben wir gegenüber von einem Bauernhof gewohnt am Niederrhein und da bin ich mal so mitgerannt. Und ich erinnere mich daran, dass die Zuckerrüben waren das, glaube ich. Da haben die tatsächlich teilweise noch händisch Unkraut, großes Unkraut rausgerupft. Da bin ich auch um ein, zwei Mal mitgekommen. Das ist eine saue Arbeit. Also das ist echt, je nachdem, wie viele Felder du hast, dann ist es einfach nicht mehr, selbst mit einer Familie, du kannst es nicht mehr leisten. Ne? Also auf jeden Fall ist das ein sehr schwieriges Thema, ja. Ja gut, aber du hast ja nicht so viel Meinung dazu. Also, neues Tierarzneimittelgesetz. Wir hatten ja schon beim letzten Mal berichtet, Thema, dass die Zulassungen auslaufen und wir haben eine Übergangsfrist bis 2027, also müssen wir uns jetzt mal nicht ins Hemd machen. Aber, was bisher irgendwie so ignoriert worden ist, fröhlich, dazu kommt, und zwar, ich glaube, das geht ab Februar, wir haben eine Dokumentationspflicht neu für alle Behandlungen gegen die Varroamilbe. Früher zuvor war es ja alles, was apothekenpflichtig ist. Das war ja auch eine Zeit lang, galt das ja auch für Oxalsäure, glaube ich. Musste man ein Bestandsbuch führen. Und jetzt halt für alle Behandlungen gegen die Varroamilbe. Und ja, also das gilt jetzt für uns alle. Und egal, ob wir Ameisensäure oder Oxalsäure oder Milchsäure nutzen, Dokumentationspflicht ab jetzt, ihr lieben Menschen. Und was wir uns direkt gefragt haben, was ist denn, also ich habe, Moment, das habe ich sogar hier rausgesucht extra, das wollte ich euch sogar vorlesen hier. Bienen et Imkerei, der Rundbrief vom Bieneninstitut Main, den ich sehr empfehlen kann, da stehen immer ganz nette Sachen drin. Punkt 2, Buchführung durch Eigentümer und Halter von der Lebensmittelgewinnung dienenden Tieren. Es besteht die Pflicht zur Buchführung über alle angewendeten Arzneimittel, unabhängig davon, ob es sich um frei verkäufliche, apothekenpflichtige oder verschreibungspflichtige Bienenmedikamente handelt, in Klammern Bestandsbuch. Die gemachten Angaben sind mindestens 5 Jahre zur Kontrolle durch die zuständigen Behörden zur Verfügung zu halten. Wir empfehlen, Kassenbons und Quittungen, die den Kauf von Bienenmedikamenten belegen, ebenfalls aufzubewahren. Und dann haben wir es hier noch verlinkt, Vorlagen für die Dokumentation der Völkerbehandlung durch ein Bestandsbuch finden Sie im APIS-Shop. Ich werde diesen Link, ich kopiere mir den mal gerade, wie immer in die Shownotes packen. Dann könnt ihr da gerne mal nachgucken, wenn ihr wollt. So, was wir uns jetzt gefragt haben war,
Und zwar kam die Frage auf, wir haben so einen BSV-Chat, wo wir uns mal so ein bisschen austauschen, sowas. Und da kam, hat einer die Frage gestellt, und das ist wirklich berechtigt: Was ist denn mit diesen ganzen kleinen Imkern, Hobby-Imkern, die sich so einzelne Portionchen woanders abholen? Das mache ich zum Beispiel jedes Jahr. Wenn ich Oxalsäure übrig habe, dann gebe ich das in meine Verteiler und dann sage ich, wer noch ein paar Portionen braucht, kann bei mir abholen. Also ich würde jetzt erstmal vorschlagen, eine handschriftliche Quittung. Ist vielleicht besser als gar nichts, aber das ist, bräuchte es mal vielleicht eine, weil ich glaube, dass das viele machen. Da bräuchte es mal eine Klärung. Sind keine Rechtsberatung. Nee, sind wir nicht. Aber ich sag mal, das ist ein interessantes Thema. Wie stehst du dazu zur Dokumentationspflicht? Da ich ja nur VSH-Königin habe, muss ich gar nichts dokumentieren, da ich ja nicht behandeln muss. Ah, lass mich raten, von wem hast du die denn? Okay, an der Stelle soll vielleicht nochmal angemerkt sein, wir haben ja, ich meine, Marco weiß es natürlich, ne? Aber wir haben ja eine Behandlungspflicht in Deutschland. Und das ist aber, glaube ich, nicht so ganz, ganz klar gefasst, was das bedeutet. Aber Muss ich dann da eintragen, VSH-Königin? ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Weiß. Ach, was soll man dazu sagen? Dokumentation. Ich dokumentiere das, aber ich dokumentiere das jetzt nicht pro Volk, sondern allgemein schreibe ich mir auf, Behandlung pro Stand, wann durchgeführt. Das ist das Einzige, was ich mache, aber ich werde daran jetzt auch nichts ändern. Ich werde jetzt auch keine anfangen, irgendwelche Quittungen aufzubewahren. Gut, wenn ich das jetzt sage, werde ich jetzt wahrscheinlich eh kontrolliert, aber also für den allgemeinen Imker, wie, nee. Also Die ich sind doch jetzt schon überfordert, irgendwelche Veterinärämter da irgendwelche Kontrollen vorzunehmen. Und dann wollen sie noch explizit hier, also das glaube ich nicht. na gut, ich sag mal so, wenn sie bei dir zu Hause sind, dann können sie auch sagen, zeig mal das Bestandsbuch. Ja, aber warum sollen, erstmal, wenn Sie das erste Mal bei mir zu Hause sind unangemeldet, dann sage ich hier, machen Sie einen Termin mit mir, dann können Sie wiederkommen. Ja, Lass hast du mich doch von denen nicht wahrscheinlich unter Druck setzen. Das ist nämlich der größte Fehler, den du machen kannst, dass du die dann direkt reinlässt. Gibt es keine Verpflichtung zu. Das würde ich auch jedem raten, nicht zu machen, wenn man denkt, dass vielleicht etwas nicht super optimal ist. Und wenn Sie irgendwas suchen, dann finden Sie das eh. Also wenn Sie etwas finden wollen, dann finden Sie eh was, um dir was reinzudrücken. also grundsätzlich würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass sie einem nichts reindrücken wollen. Ich meine, die müssen halt wahrscheinlich auch. Ja, aber sie kommen ja nur, weil dich irgendjemand angeschissen hat, in aller Regel. Das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe einen Bekannten auch vom Niederrhein, die haben offensichtlich sind die da gut besetzt. Der bekommt, glaube ich, einmal im Jahr oder alle 2 Jahre re so regelmäßigen Besuch Wie viele einfach. Völker hat er denn? Zwischen 10 und 20. Okay. Also verkauft wahrscheinlich auch irgendwo mit seinen, hat Ja, irgendwo nee, Honiggläser also der hat stehen. keine festen Verkaufsstellen, glaube ich, oder nur kleine. Also ich sag mal, das meiste geht so über Ja, aber Haustelefon. das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, Da es muss muss er irgendwie, irgendwo muss er ja irgendwo mal, ich glaube einfach, wenn die, wenn das, wenn der Amtsveterinär nur ein relativ kleines Gebiet hat, dann gibt es einfach regelmäßig Kontrollen bei den Betrieben, die da also bei gemeldet mir sind. sitzt der Amtsveterinär 50 Kilometer entfernt. Und Ja. ich hatte noch nie eine Kontrolle. Ja. Nee, ich hatte auch noch nie eine. Aber der kriegt Und wirklich, und das ist auch immer ein total gutes Gespräch. Der hat mir schon, ich glaube, zweimal davon erzählt. Was hat er sich so angeguckt? Dann guckt er sich den Schleuderraum an und sagt, oh ja, wunderbar. Und dann guckt er sich den Honig an und sagt, super. Ich meine, vielleicht, ich denke mal, ich weiß nicht, ob die selber nachweisen müssen, dass sie solche Kontrollen durchführen bei irgendjemanden. Und vielleicht nur so ein Gedanke. Vielleicht gehen die auch gerne zu jemandem, wo sie wissen, dass alles korrekt ist. Dann können sie es halt abhaken. Ist ein nettes Gespräch und adios, amigos. Also ich glaube, das wird sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Aber ich würde jetzt mal grundsätzlich sagen, wenn so jemand bei mir in der Tür klingelt, würde ich, glaube ich, schon sagen, ich habe gerade keine Zeit, weil dann habe ich auch keine Zeit. Aber ich würde nicht davon ausgehen, dass sie mir was Schlechtes wollen. Weil die, ich denke, die müssen einfach auch theoretisch einen gewissen Prozentsatz an Kontrollen müssen die vermutlich einfach machen. das Gute ist ja, es gibt ja so viele junge, aufstrebende Imker, die denken,
man kann mit der Imkerei ein Vermögen verdienen, dann sollen sie die alle kontrollieren. Ja, in der Tat. Können wir mal direkt dahin schicken. Ja. Ich habe folgende Adresse schon mal für Sie vorbereitet. Ja, hier ist die Liste. Können Sie direkt abgleichen. Ich habe die Stände auch dazu geschrieben. Können Sie direkt mal gucken, ob die auch alle gemeldet sind. Ich überreiche Ihnen hier mit diesen Ordner. Okay. Ich glaube, der hat auch kein Gesundheitszeugnis für die Völker, obwohl der in einen anderen Kreis gewandert ist. Vielleicht beim Finanzamt auch mal gucken. Mehr als 30 Völker. Nee, ja. Das ist mir jetzt aber in der letzten Zeit extrem aufgefallen, wenn ich so spazieren gehe. So, hier in der Gegend sind relativ viele neue Bienenstände, die ich vorher nicht gekannt habe. Und jetzt siehst du die ja, bedingt dadurch, dass keine Blätter mehr an den Bäumen hängen, ne? Und dass alles kahl ist. Und auch relativ große Bienenstände, teilweise 15, 20 Völker an einem Bienenstand. Also ist zumindest bei uns ist es so, dass doch die Völkeranzahl deutlich zugenommen hat. Und höchstwahrscheinlich auch die Anzahl der Imker. Oder vor allem die Anzahl der Imker, die mehr Völker haben. Dann bin ich gespannt auf die Statistik. Ja, was geht denn in die Statistik rein? Ja, was gemeldet ist, klar, ja. Aber ich sag mal. Das fängt doch schon an bei vielen Imkern, dass sie dann nicht bereit sind, hier diese, was zahlt man, 7, 8 Euro pro Bienenvolk? 1,76 Euro. An den Verein? Ja. Mit Versicherung? An den Verband, pro Bienenvolk. Also es gibt einen Grundbetrag, den zahlt man, und dann pro Bienenvolk 1,76 Euro. Also das ist Witz mit Anlauf. Ob ich jetzt 20 oder 24 Völker melde oder ich glaube ab 26 ist Berufsgenossenschaft oder 25 Völker oder 15. Also ist eigentlich Quatsch, da Terz zu machen. Komisch. Das finde ich auch immer wieder erstaunlich. Ich meine, ich war ja jetzt ein paar Jahre Kassiererin in einem größeren Verein und dass die Leute dann, wenn man eben darum bittet zum Ende des Jahres, dass sie die Völker zahlen, dass sie wirklich so auf eins genau, wo ich dann mal denke, meine Güte, 1,76 Euro, also dann gebe ich eine hohe Anzahl an, wo ich weiß, da komme ich auf jeden Fall auch mit Ablegern nicht drüber und fertig. Also ich melde seit Jahren 25 Völker, damit ich einfach Ruhe habe. Und ich nicht nachdenken muss, oh Gott, bin ich da jetzt? Oder 24 meldest du, oder? Nee, ich meine, Berufsgenossenschaft ist ab 26. Ich melde immer 25. Bei mir hat sich noch keiner gemeldet. Von daher wird die magische Zahl 26 sein. Nächstes Thema. Dein Lieblingsthema, Berufsgenossenschaft, meinst du? Okay. Ja, genau. Das hatten wir jetzt eigentlich abgehakt. Dann Neues aus unseren Imkereien. Was gibt's denn bei dir Neues aus deiner Imkerei? Was gibt's Neues? Ja. Neues Jahr, neues Glück. ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, alles quasi auf Lean umzustellen, also Lean Management. Ich will alle Verschwendungen, die es in meiner Imkerei gibt, eliminieren. Das heißt, ich möchte keine Fehler mehr machen. Ich möchte meine Prozesse standardisieren. Das heißt, alles, was nicht passt, wo es Wildbau gibt, raus. Das gilt sowohl für Bienenköniginnen als auch für das Material. Da möchte ich meine Prozesse synchronisieren. Das heißt, ich möchte gucken, dass ich effizient arbeite und keine Zeit mehr dadurch verschwende, indem ich Sachen zwei oder dreimal mache oder zwei oder dreimal zum Stand hinfahren muss, weil ich irgendwas vergessen habe. Ja, das ist so, was ich im Moment mache. Also das fängt damit an, dass ich Rähmchen aussortiere, die nicht mehr passen. Es fängt damit an, dass ich Kisten aussortiert habe, die scheiße waren. Es fängt damit an, dass ich Absperrgitter aussortiert habe, die nichts mehr getaugt haben. Und so weiter und so fort. Das ist jetzt meine Aufgabe im Moment. Das ist ein sehr spannendes Thema. Ich hoffe, du hältst uns ein bisschen auf. Ja. Das größte Problem ist eigentlich fast, der sogenannte Bottleneck ist, der Flaschenhals sind bei mir die Rähmchen. Dadurch, dass man über die Jahre unterschiedliche Anbieter genutzt hat für die Rähmchen, ist das eine absolute Katastrophe. Ich habe nur modifizierte mit geraden Seitenteilen eigentlich, aber selbst die modifizierten sind von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich und das nervt mich schon. Und beim Mini Plus habe ich natürlich irgendwann mal den Fehler begangen, weil ich gedacht hätte, wenn ich die zur Belegstelle bringe, ist es besser, wenn ich Hoffmann-Seitenteile habe. Dann schlackert das alles nicht so. Aber das ist natürlich dann im Laufe der Jahre ist das die Mega-Krux, weil dann hast du nämlich gerade Seitenteile und Hoffmann-Seitenteile alles querbeet, auch in Zagen querbeet. Und das macht dann überhaupt gar keinen Spaß mehr. Und ich bin jetzt dabei, alle Hoffmann-Seitenteile zu eliminieren. Und auch die
unmodifizierten Mini-Plus-Rähmchen auszusortieren. Das werde ich wahrscheinlich dieses Jahr nicht komplett schaffen, aber im nächsten Jahr hoffe ich, dass ich das geschafft habe. Und dann habe ich auch nur noch modifizierte Mini-Plus-Rähmchen. Gut, schmeiß die mal nicht weg, bitte. Zum Thema Hoffmann-Seitenteilung Mini Plus. Ich war ja beim Giller vor 2 Wochen und die haben tatsächlich die Mini Plus-Rähmchen nur mit Hoffmann-Seitenteilen. Und die im Gellerrähmchen taugen gar nichts. Das ist ganz, ganz schlechtes Holz. Okay, also da habe ich bisher noch keine Probleme mit gehabt, muss ich sagen. Aber die sind auch bei mir natürlich noch nicht lange im Einsatz, die Mini Plus-Rähmchen. Also die besten Mini Plus-Rähmchen meiner Meinung nach sind die von Biedenweber. Die modifizierten Mini Plus-Rähmchen. Kosten zwar auch ein bisschen mehr, aber die gehen auch nicht kaputt halt, ne? Ja, bei diesen dünnen Rähmchen, die der Geller hat, da ist mir schon so oft passiert, dass mir irgendwas abgebrochen ist oder durchgebrochen ist, ein Seitenteil, weil die einfach so dünn sind. Und du musst ja, du musst, nee, weil es fällt ja auch mal was hin, ne? Ja, klar. Ja, das war aber auf jeden Fall schade, weil ich nämlich eigentlich tatsächlich auch von Hoffmann-Seitenteilen weg möchte. Das ist einfach eine Bienenquetsche noch und nöcher. Und, ich hatte vor allem im Mini Plus. Ja, genau. Ich hatte das ja bei dir gesehen oder beziehungsweise die Rähmchen, die ich ja von dir mal bekommen habe, waren ja ohne, die gebe ich immer bei Gelegenheit zurück im Übrigen, waren ja ohne Hoffmann-Seitenteile und das fand ich halt doch wesentlich besser. Das ist natürlich ein mega Aufwand, weil ich haue ja auch die Polsternägel da noch rein. Ich haue dann in jedes einzelne Mini-Plus-Rähmchen 4 Polsternägel rein, ne? Ja, Aggressionsbewältigung und so. Ja, wenn man 50 Rähmchen macht, ist das noch okay, aber wenn man 500 macht, macht das keinen Spaß mehr. Ja, in der Tat. Eigentlich kann man für sowas mal seine Azubis einladen und sagen, heute machen wir mal. Nee, das kann man auch nicht, weil dann machen die das nicht ordentlich. Und wenn die Polsternägel dann nicht ordentlich reingehauen sind und so krumm und schief sind und dann man so versucht hat, irgendwie diesen Polsternagel da reinzuhauen und der dann so ganz schräg dann im Rähmchen drin ist, das regt mich dann auch auf, wenn ich dann während der Saison dann mich damit rumschlagen muss, weil dann der Abstand wieder nicht stimmt und die dann doch wieder irgendwie was verbauen, was ich nicht möchte. Weil dann die Polsternägel nicht gerade drin sind. Ja. Okay. Gut, also deine. Es nervt mich auch, wenn es nicht die gleichen Polsternägel sind. Da habe ich nämlich auch unterschiedliche Anbieter gehabt. Verzinkte oder aus Messing. Und dann haben die womöglich noch unterschiedliche Farben. Ja. Haben sie auch. Also es ist schon ein ziemlicher Skandal. Ja, das ist, alle Verschwendungen müssen versucht werden. Ich glaube, ein perfekteres Thema hättest du überhaupt gar nicht finden können für die Imkerei als das. Ja, wieso? Ich finde, da ist richtig viel aufzuarbeiten noch für alle Imker. Wenn man, vor allem, wenn man Anfängern oder Leuten, die damit anfängt, direkt das Vernünftige beibringt, dann kaufen sie nur das perfekte Material und müssen nicht dann nach 3 Jahren wieder die Imkerei komplett neu aufbauen. Weil sie dann irgendwie beim Name will ich jetzt nicht sagen, beim großen Versandhändler, der auch in vielen Imkereigeschäften seine Waren verkauft, seine sibirische Lerche oder was das ist, da an den Mann bringt und dann nach 3 Jahren die Beuten wie Sau aussehen. Ja, Aussehen ist ja irrelevant, aber wenn sie nach 3 Jahren auseinanderfallen, ist halt Murks, ne? Ja, Aussehen stört mich auch schon. Ja, dich. Ja. Ja, da haben wir eigentlich schon mal über das Thema gestritten, Beuten, Zagen, Streichen, ja oder nein? Soll jeder machen, wie er möchte. Nein, diesen Podcast gibt es nicht, um zu sagen, jeder soll das machen, wie er möchte. Wir wollen gerne deine Meinung hören. Ja, ich streiche meine Beuten und ich habe durchaus Beuten, die ich seit 20 Jahren im Einsatz habe. Und dadurch, dass die gestrichen sind, sind die meiner Meinung nach immer noch im Einsatz. Aber ich habe immer relativ teure Beuten gekauft oder Zagen. Also jetzt mit guter Holzqualität. Und ich versuche mich auch an die Anleitungen der Verkäufer zu halten, dass man dann nicht erst im Herbst die Beuten zum ersten Mal besiedelt, sondern schaut, dass man das eher in der trockenen Jahreszeit macht, dass sich das Holz erstmal daran gewöhnt. Ne? Das ist ja eigentlich auch, liegt bei den Beuten. Das liegt, du hast wahrscheinlich noch nicht so viele Beuten gekauft, ne? Ja, schon, aber also ich meine, da ist schon eine Anleitung dabei. Also ich habe ja schon verschiedene Händler auch probiert und da steht immer meistens eigentlich nur was zum Thema Streichen und so. Bei Wagner und bei Biedenweber liegt, glaube ich, sogar bei, dass man die nur zwischen Mai und Juli
erstmalig anwenden sollte. Und wenn man das nicht macht, würden sie keine Garantie für Verziehen und so weiter übernehmen. Hm, spannend. Ja. Nee, höre ich zum ersten Mal tatsächlich. Also ich meine, macht Sinn, ne? Keine Frage. Ja, wie gesagt, ich streiche die, aber manchmal streiche ich sie auch nicht. Aber das ärgert mich dann, wenn sie dann nicht alle gleich aussehen. Dann habe ich unterschiedliche Farbtöne. Selbst ein unterschiedliches Braun ärgert mich dann schon irgendwie. Hm. Ja. Ja, okay. Also mein Idealbild ist halt hier dieses Bruder Adam. Der hat auch, der hat lean gearbeitet. Absolut. Alles standardisiert. Arbeitsschritte aufeinander abgepasst. Strikt darauf geachtet, dass alles synchronisiert ist. Der hat ständig versucht, seine Produktion zu verbessern. Sich fortgebildet höchstwahrscheinlich, ne, indem er da die ganzen Reisen unternommen hat. Mhm. Ja, ja, da war ja viel in der Weltgeschichte unterwegs. Ja, von dem kann man noch sehr, sehr viel lernen, auch dahingehend. Obwohl er das höchstwahrscheinlich gar nicht unter dem Begriff gesehen hat, sondern das war einfach eine Selbstverständlichkeit für ihn, ne, dass er das so macht. Mhm. Und deshalb kann man das als Vorbild nehmen. Man muss nicht alles als Vorbild nehmen, aber man kann da schon einiges als Vorbild nehmen, zumindest wenn man nicht so viel Zeit damit verschwenden möchte. Ne? Für manche ist es natürlich keine Zeitverschwendung. Die sagen, ja, ich finde das schön, wenn ich viel Zeit an den Bienen verbringen kann, ne? Aber man kann ja auch Zeit an den Bienen verbringen und die Bienen nur beobachten, anstatt sich darum zu ärgern, dass wieder alles verbaut ist und man wieder alles abkratzen muss, ne? Weil das Material einfach nicht stimmt. Ich wollte jetzt noch irgendwas sagen, habe ich jetzt aber vergessen. Vor lauter Wut. Ich habe keine Wut. Okay. Gut, also ich kann ja kurz mal berichten, was es bei mir Neues gibt in meiner Imkerei. Und zwar habe ich ja schon erwähnt, ich war beim Geller vor 2 Wochen. Auch kurz mit Herrn Geller gequatscht. Also ich habe mir einen Deckelwachsschmelzer endlich gekauft. Und der steht immer noch im Flur, weil der Keller ist vollgerumpelt und irgendwie, naja, oh, das steht da jetzt wahrscheinlich noch eine Weile rum. Ja, erfreulich, dass ich dieses Gerät endlich habe. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, Herr Geller hat erzählt, dass die durch die Inflation die Preise jetzt auch ziemlich massiv anheben müssen und zwar auch in sehr kurzen Abständen irgendwie. Also die Preise schwanken momentan stark. Die werden jetzt auch ein bisschen aufrüsten digital und die Produkte mit QR-Codes ausstatten. Und dann kann man halt mit dem Handy dran und den QR-Code einscannen. Da sieht man dann den tagesaktuellen Preis und eben auch noch Zusatzdaten, was ich wirklich eine tolle Sache finde. Warum ich euch das aber eigentlich erzähle, ist, die Preise werden steigen, definitiv. Also wenn ihr jetzt schon wisst, was ihr dieses Jahr braucht, dann geht mal zeitnah kaufen. Meinst du, die Preise sind nicht schon gestiegen zum Jahresende? Haben sie die angezogen? Ja, aber so wie ich das verstanden habe, steigen die wohl weiter. Und die Holzpreise habe ich dann halt auch gefragt. Er sagt, die sind schon leicht gestiegen, aber der Holzmarkt ist wohl sehr träge in der Imkerei, weil die beziehen wohl Holz, also jetzt Geller. Was hat er denn erzählt? Osteuropa und das sind wo halt, die gehen halt auch in ihre eigenen Wälder und schlagen das Holz und so. Also das ist alles relativ kleinteilig noch und das ist wohl relativ träge. Das wird aber, denke ich, wahrscheinlich früher oder später auch da ankommen. Also wenn ihr jetzt schon wisst, was ihr braucht diese Saison, dann geht mal shoppen. Also ich habe noch Dadant Brutraumzargen damals gekauft. Ich glaube für 19 Euro. Und jetzt kosten sie 33 Euro. Krass. Ja. Also ist noch nicht ganz das Doppelte, aber geht schon in die Richtung, ne? Ja. Eieiei. 33 Euro ist echt viel Geld. Für so einen Holzkasten. Da kann man ja doch langsam mal wieder nachdenken über selber machen, ne? Na, es lohnt sich nicht. Ja, wenn man halt die Maschinen schon hat oder jemanden hat mit den Maschinen, dann vielleicht. Wobei die Holzrohpreise sind ja im Moment auch so hoch. Ja, Kiefer jetzt, ne? Nicht irgendwie so ein Driss, ne? Und auch die entsprechende Dicke. Und jetzt nicht platt aufeinander gedübelt. Gedübelt, geschraubt. Sondern verzinkt. Verzahnt, verzinkt. Heißt es verzinkt, ne? Ich glaube. Ja, kann man schon machen, wenn man sich so eine Schablone baut und so, aber. Ja, das ist was für Leute, die im Winter auch noch was an den Bienen machen wollen, ne? Dann ist das vielleicht okay.
Aber wenn man den Winter, wenn man eh viel zu tun hat und den Winter auch für andere Nee, Sachen nutzt so viele neue Zahlen brauche ich auch nicht. und. Also ich. Lext. Dein Internet hakt gerade sehr. Du hakst auch bei mir. Ah, okay. Ach, das noch. Okay, aber jetzt höre ich dich wieder. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, ja, genau. Ich habe auch eigentlich mega Lust, selber zu bauen und wir haben das ja auch schon gemacht, so Honigräume und so was, ne? Und ich meine, B-Space ist lachhaft in diesem Zusammenhang bei uns, aber ich bin da ja ein bisschen entspannt. Ich habe ja eh Naturwarenbau und bin Kummer gewöhnt. Worauf wollte ich hinaus? Ach so, ja, genau. Das ist halt wirklich eine schöne Arbeit für den Winter, aber ich muss sagen, mittlerweile versuche ich die Zeit im Winter natürlich einfach für Fortbildung auch zu nutzen, lesen und so weiter. Da kommt man ja während der Saison nicht so wirklich zu und von daher, die Zeit ist so oder so ausgefüllt. Dann kommen auch noch Leute auf irgendwelche Ideen mit Podcasts und so, das kostet auch Zeit. Ist noch ein Podcast? Ja, noch ganz viele. Esoterischer Podcast oder was? Genau. Hand auflegen bei Bienen. Genau, und dann habe ich noch länger mit dem Herrn Geller gequatscht über das Thema Wachs. Der ist da ja ein richtiger Fachmann. Der hat ja auch, glaube ich, seine. Ach du Schreck. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Arbeit. Was ist er denn nochmal? Der ist Diplom-Agrarwirt, glaube ich. Oder Agrarwissenschaftler, ne? Ich glaube, Diplomarbeit hat er, glaube ich, gesagt. Hat er auch zum Thema Wachs geschrieben. Also, der hat ja wirklich Ahnung. Das ist sehr faszinierend, ihm dazuzuhören. Und genau, ne? Also, der hat auch so ein bisschen nochmal erklärt, wie diese Wachsproblematik einfach zustande kommt und seinen Lösungsansatz, wie er es machen würde, um eben das einzufangen, dieses verfälschte Wachs. Wo im Prinzip überprüft werden müsste. Und es war ganz spannend. Ich hoffe darauf. Ich habe ihn gefragt, ob er bereit wäre, vielleicht ein kleines Artikelchen fürs Bienenmütterchen zu schreiben. Hat er gesagt, ich soll ihn mal nochmal anschreiben. Dann, wenn das passieren sollte, dann müsst ihr dann diese Bienenmütterchen-Ausgabe kaufen, um, um das zu erfahren, was er da genau erzählt. Nee, ist sehr spannend. Also wenn ihr ihn mal erwischt, er hält auch Vorträge dazu und so. Also das kann ich euch nur empfehlen. Ja, nächster Punkt. Jetzt bist du dran. Kannst du mal sprechen? Wieso? Ich habe die ganze Zeit doch gesprochen. Impfwahl und Technik. Ach ja, ich hatte ja gesagt, dass ich mich jetzt jede Woche mit einem neuen Thema aus wissenschaftlichen Abhandlungen beschäftigen möchte. Das ist jetzt kein neues Thema, damit beschäftige ich mich schon etwas länger. Da geht es um die Analyse von Geräuschen im Bienenvolk und wie man diese Geräusche deuten könnte. Und da gibt es schon einige Möglichkeiten. Oder es gibt schon einige Forschungsberichte, die halt sehr, sehr viele Geräusche im Bienenvolk gesammelt haben, also Sound-Samples aufgenommen haben. Und mithilfe dieser Sound-Samples versuchen sie jetzt halt entsprechende Aktionen der Bienen beurteilen zu können. Also vielleicht Schwarmstimmung, ob Königinverlust, das ist relativ einfach höchstwahrscheinlich, ne? Und so weiter und so fort. Und Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist es einfach, dass man versucht, mithilfe dieser Geräuschmessung nicht mehr so oft an die Bienen rangehen zu müssen. Ne? Das geht ja einher mit dieser anderen Geschichte über die Wärmemessung. Da sind wir ja auch ein bisschen aktiv und wir versuchen das halt irgendwie zusammenzuführen. Ne? Und dadurch auch weiter wieder Verschwendungen zu vermeiden in Form der ständigen Kontrolle der Bienen, weil jede Kontrolle der Bienen stört die Bienen. Das ist ja de facto klar. Und wenn man weiß, dass es den Bienen gut geht und wenn man weiß, dass man eine gute Königin drin hat, dann kommt man vielleicht irgendwann zu so einem Punkt, dass man gar nicht mehr wirklich in die Bienen reinschauen muss, ne? Sondern nur zu arbeiten, weil sie nicht erweitern. Honigernte, Behandlung, wenn eine Behandlung überhaupt noch notwendig ist. Das wäre halt so das Endziel, das man vielleicht irgendwann mal erreicht. Also ich weiß, dass die Altvorderen häufig am Bienenflug viele Dinge auch schon ablesen können. Also Ja, das und das ist ja noch ein weiterer Punkt, dass man mit Hilfe von künstlicher Intelligenz in der Kamera kann. quasi Fluglochbeobachtungen macht und mit Hilfe dieser Fluglochbeobachtungen dann direkt weiß, was am Bienenvolk los ist. Da gibt es übrigens auch ein ganz cooles Büchlein zu. Erzähl mal weiter. Ich gucke mal gerade, ob ich das hier ausfindig machen kann. Ja, was gibt's? Das ist halt alles noch so ein bisschen
in den Grundlagen im Moment, ne? Mhm. Weil man muss ja erstmal herausbekommen, welche Geräusche jetzt wirklich relevant sind. Und das ist alles nicht so einfach, diese Geräusche rauszufiltern. Weil man kann sich ja vorstellen, dass es doch laut ist im Bienenvolk, ne? Und welche Geräusche jetzt relevant sind und welche Geräusche nicht relevant sind, steht noch nicht so ganz genau fest. Es geht ja eher darum, zum Beispiel am Beispiel der Schwarmverhinderung. Ich will ja nicht erst informiert werden, wenn der Schwarm in 2 Stunden abgeht. Das war auch schön und gut. Dann kannst du den vielleicht noch irgendwie dann einfangen. Aber du willst ja vielleicht schon, vielleicht gibt es ja schon eine Geräuschänderung, wenn sie anfangen, Zellen anzuziehen. Oder wenn sie anfangen, den Sammelflug ein bisschen zu reduzieren. Das heißt es ja immer, ne? Dass sie das durchaus tun. Oder. Ja, das könnte man aber vielleicht auch mit Gewichtsmessung, ne? Wenn man, wenn alle Völker quasi, wenn man alle Völker lean sind und quasi alle Völker gleich, sieht man ja sofort, wenn das eine Volk eine Abweichung hat. Und dann könnte man das ja daran festmachen. Aber da müsste natürlich jedes einzelne Volk digitalisiert haben. Und im Moment geht das natürlich noch nicht, weil es einfach viel zu teuer wäre, ne? Und das sind halt auch Lösungen, wo dran gearbeitet wird, dass man sowas für 30, 40, 50 Euro anbieten kann pro Bienenvolk, was jetzt 5, 6, 700 Euro kosten würde. Was man auch überlegen könnte, eine nicht schwarmträge Biene stellt ja, oder die Königin stellt ja die Eiablage vor dem Abflug ein oder schränkt die auf jeden Fall stark ein. Ne, also schwarmträge Bienen stiften ja weiter und ziehen trotzdem Zellen an. Ne? Daran kann man das ja durchaus erkennen. Aber ich sag mal, die nicht schwarmträge Biene, da wird das Brutnest wird stark eingeschränkt und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht eine Temperaturänderung dadurch gibt. Das könnte man vielleicht auch auswerten. Ja, aber gut, da hast du schon recht. Ne? Die Königin sind ja so gezüchtet, dass sie quasi bis zum letzten Moment legen und dann erst abfliegen. Ne? Ja gut, ich sag mal, aber das hat man ja wirklich nur, wenn man halt eine durchgezüchtete schwarmträge Biene hat. Das, ich behaupte mal, haben ja die wenigsten. Ja, aber es soll ja, um das Optimum der Technik ausnutzen zu können, muss natürlich auch die Königin dann stimmen. Ne? Was bringt dir das, wenn du da irgendeine wirklich schlechte Genetik drin hast, aber alles digitalisiert hast, dann hast du zwar die Informationen, aber was bringt dir die Informationen, wenn die Biene eh macht, was sie will? Du musst ja auch irgendwie die Biene dann leiten, ne? In die richtige Richtung. Oder ja, was heißt richtige Richtung, ne? Manche Leute wollen sowas natürlich auch nicht haben, ne? Die wollen die Urbiene quasi haben, ne? Sie wollen das nicht, diese totale George Orwellsche Überwachung haben, aber es hat alles seine Vor- und seine Nachteile, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Übrigens das aber für Außenstände zum Beispiel würde ich das präferieren, ne? Vor allem, wenn man 20 Kilometer fahren muss und wenn man dann 5, 6 Fahrten in der Saison dadurch spart, ist das schon nicht schlecht. Zwei Punkte. Zum einen, das Buch, was ich eben, was ich gesucht habe, jetzt gerade spontan nicht gefunden habe, ist Beobachtungen am Flugloch. Ich suche das mal raus. Ich schreibe mir das. Ja, das ist aber auch uralt. Ja, das stimmt. Aber trotz alledem sind da stehen ein paar ganz spannende Sachen drin. Also da so, was man so am Flugloch sieht, woran man was durchaus ablesen kann. Und das andere, was ich gerade sagen wollte, war, ich habe es vergessen. Das ist für den nächsten VHS-Kurs, ne? Beobachtungen am Flugloch. Mit Marie, der Expertin. Aus Monheim. Ein zaubernder Blick. Was wollte ich jetzt sagen? Habe ich vergessen. Ist egal. Auf jeden Fall super spannende Sache. Und ich sag mal, es gibt ja da unterschiedliche Angaben von 24 bis 48 Stunden. Und ich habe schon noch mehr gehört, würde man das Bienenvolk ja quasi, würde es dauern, bis das Bienenvolk das Mikroklima nach dem Öffnen wiederhergestellt hat. Von daher auf jeden Fall eine gute Sache. Je weniger Eingriffe, desto besser. Letztens habe ich wieder hier beim Lutz Ergert, der meinte 6 Stunden oder einen halben Tag. Also das ist, geht vollkommen, weiß man höchstwahrscheinlich selber nicht genau, ne? Vielleicht ist das auch individuell nach Volk. Vielleicht kann man das nicht so pauschal sagen. Aber ich sag mal, was man ja ganz klar messen kann, und da hast du mich ja auch schon mal richtig angeschnauzt für, das war letztes Jahr, wo wir ja wirklich wenig Tage hatten, wo wir an die Bienen konnten, weil es einfach permanent geregnet hat. Und dann war ich an einem Tag dran an einem Stand, wo ich auch wirklich eine Weile nicht war. Und du hast mich angeschnauzt, warum ich eigentlich an einem der wenigen Trachttage die Bienen aufmache und der Trachttag ist dann verloren. Also das kann man ja sicherlich messen, wann der Nektar wieder fließt in die Beute. Daran kann man das sehe ich aber auch.
spannenderweise hat mir Eugen Neuhauser, ich war ja die uns bei Social Media ein bisschen verfolgen haben, das mitbekommen, dass ich ja 2 Tage bei ihm war, hat er mir erzählt, dass es schon ausreicht am Bienenstand, also wo die Bienen nicht gewöhnt sind, dass Menschen rumlaufen, ne? Dass es schon ausreicht, dass man am Bienenstand, dass man da steht. Dass die Bienen da schon quasi von abgelenkt werden, dass sie da schon nicht mehr diesen ganz starken Trachtflug haben. Dass dadurch, einfach dadurch, dass du dich da aufhältst, werden die abgelenkt, weil natürlich, die orientieren sich ja sehr nach dem, was sie sehen. Und die sind dann einfach ja, abgelenkt, ne? Und desorientiert. Und das reicht schon, um den Nektarfluss oder den Trachtflug einfach zu stören. Ja, also merkt ihr für die nächste Saison keine Selfies mehr am Bienenstand. Jeden Das geht Tag. leider nicht, tut mir leid. Musst du ja mal hier den einen überlegen. Will ich jetzt den Namen nicht sagen, aber der sehr, sehr viele Follower hat und da jeden Tag dann irgendwelche Selfies von seinem Bienenstand postet. Musst du ihm mal vielleicht schreiben. Hochwertige Videos macht. Die Videos sind wirklich schön, aber jeden Tag das gleiche irgendwie, ja. Musst du mal sagen, hier kostet dich Honig. Noch und nöcher. Und dann sagt er, nee, bringt mir mal Follower. Und Ja. Sponsoring von Wer ist das Zeug? Bee Week, glaube ich, heißt das. Ah, Jetzt habe ich aber auch gebraucht. Ja, Bee Week. Boah, das hast du jetzt sehr geschickt gemacht. Ich bin begeistert. Ja, Hatte ich mir cool. noch gar nicht zurechtgelegt. Ist mir jetzt gerade spontan eingefallen. Toll. Ja, wie gesagt, wir können da eventuell einen Artikel verlinken, aber ist halt sehr speziell, ne? Und Ja, aber das ist ja egal. Das ist trotzdem ein spannendes Thema. Also, aber den Link habe ich, glaube ich, bei mir schon in meine Linksammlung schon reingepackt. Über die, Sound Samples. ich meine, das habe ich da schon. Ja, die haben irgendwie, glaube ich, über 12.000 Samples gesammelt und die stehen übrigens auch frei zur Verfügung. Also, wenn es hier Hobbyforscher gibt, nur zu. Field Research ist immer angesagt. Nee, spannendes Thema. Okay, nächstes Thema. Bist du fertig oder? Ich bin jetzt sehr gespannt auf dein Thema. Ja, also wir hatten ja den Wunsch von euch bekommen, dass wir ein bisschen was über die Sklena-Biene erzählen. Und zwar habe ich 4 Linien, die ich euch in ein paar Sätzen jeweils gerne beschreiben möchte. Die Beschreibung habe ich bekommen von Rudi Bauer, dem Belegstellenleiter auf Borkum. Und was mir wichtig ist, also auch für die, die jetzt vollkommen uninteressiert sind an der Sklena, was ich super spannend finde, wie unterschiedlich die sind. Und mein Anliegen ist in dem Zusammenhang, dass man vielleicht nochmal nachdenkt über diese ganze Carnica ist so und Buckfast ist so, weil wenn die Linien innerhalb von einer Rasse schon so krass unterschiedlich sind, dann kann man nicht so eine leichte Beurteilung treffen einfach. Das ist das, was ich eigentlich transportieren möchte mit dem, was jetzt kommt. Und zwar starte ich mit der 47G10. Ich glaube, das ist die bekannteste Sklena-Linie, behaupte ich jetzt mal so. Und die wird erlebt als eine trachtfreudige, vitale Biene, die sich im Frühjahr besonders zügig entwickelt und starke Völker aufbaut. Also für die Frühtracht geeignet ist. Die Völker lassen sich mit Hilfe der Brutdistanzierung leicht führen. Brutdistanzierung ist so eine, das etwas, was Rudi Bauer vornehmlich durchführt auf Borkum, wo er natürlich nicht jede Woche da ist, sondern eben nur alle paar Wochen, Monate. Und von daher da etwas, was man da gut durchführen kann, auch wenn man eben nicht so oft da ist. Diese 4 Linien sind übrigens Linien der Zuchtgemeinschaft Borkum. Daher auch folgender Satz: Im Vergleich mit unseren anderen Linien reagiert die 47G10 am feinfühligsten auf Wetterveränderungen. Die Bienen sind sanft, ruhig, wabenfest und haben innerhalb unserer 4 Linien ein sehr graues und schlankes Erscheinungsbild. Das sind also graue Mäuse. Dann als nächstes haben wir die 47926. Da gab es mal eine Merkmalsuntersuchung, Nummer 122/1971 der Landesanstalt Main, mit dem Ergebnis, dass es eine ausgeprägte Carnica-Biene ist. Die 47926 ist eine Biene, die im Vergleich zu unseren anderen Linien mittelstarke Völker aufbaut. Jetzt wird es sehr konkret. Die Brutkugel umfasst deutsch normal 15 Waben maximal und im Verhältnis zur Bienenmenge ungewöhnlich viel Honig produziert.
Die Bienen dieser Linie sind besonders ruhig und sanft. Die 47926 ist kein Hünglertyp und geht kräftig in den Winter, also hat auch im Winter große Völker. Selbst bei voller Rapstracht unterhält diese Selektion ein ordentliches Brutnest, kein Einschnüren. Wichtiges Thema. Das zahlt ja so ein bisschen auf die Thematik ein, wo halte ich diese Bienen? Also da sind ja doch die Bedingungen sind ja doch sehr unterschiedlich und entsprechend muss man auch gucken, dass man eine Biene hat, die klarkommt, wo man selber da zu Hause ist. Sodass Folgetracht mit ausreichender Bienenmasse angewandert werden können. Dann haben wir die 471948. Wir erleben die 47948 als eine Biene, die im Vergleich zu unseren anderen drei Linien die stärksten Völker aufbaut. Konkret, die Brutkugel umfasst bis zu 20 Deutschnormalwaben. Die 471948 ist eine bewährte Linie für Großraumbeuten. Die Bienen sind sanft, wabenfest und haben innerhalb unserer vier Linien die dunkelste Farbe. Ich glaube, die und die G10 habe ich auch. Rechtzeitiges Erstarken im Frühjahr, Durchbrüten bei Massentrachten und leichte Führung mithilfe der Brutdistanzierung sind weitere Merkmale. Die Summe ihrer Eigenschaften ermöglicht den 47948 Völkern in der gesamten Trachtsaison beim Honigertrag weit über dem Schnittwert zu liegen. So, und jetzt kommt das Spannende, die 47915, die ist nämlich dieses Jahr auf Borkum auch vertreten. Also wenn man dorthin schickt, dann wird entsprechend angepaart. Die 47915 erleben wir als eine trachtfreudige Biene, die im Vergleich zu unseren anderen Linien mittelstarke Völker aufbaut. Die Bienen sind besonders sanft, ruhig, wabenfest und haben innerhalb ein helles, einheitliches, graues Erscheinungsbild. Rechtzeitiges Erstarken im Frühjahr, eine Neigung zum Einschnüren des Brutnestes bei frühen Massentrachten und leichte Führung mithilfe der Brutdistanzierung sind weitere Merkmale. Also eben dann für starke Massentrachten vielleicht nur bedingt geeignet oder man muss genau drauf gucken. Die Summe ihrer Eigenschaften ermöglicht den 47915 Völkern in der gesamten Trachtsaison beim Honigertrag über dem Schnittwert zu liegen. Die für 2022 und 2023 auf Borkum aufgestellten Vatervölker gehören einer seit 1970 jetzt in der 28. Generation selektierten Linie an. Die vier A-Mütter der Drohnenvölker hatten 2020 mit die höchste Eigenschaftsbewertung und Ertrag innerhalb einer größeren Prüfgruppe mit vorgeprüften Völkern aus unseren verschiedenen Linien. Ja, Ansprechpartner, wenn einer von euch mehr wissen möchte, ist die Zuchtgemeinschaft Borkum um Rudi Bauer, Dr. Gestermann und Herrn Wüstefeld. Es gibt eine Homepage oder eine Unterseite des Imkervereins Leverkusen und auf dieser Unterseite könnt ihr mehr über die Belegstelle erfahren und habt dann auch die Kontaktdaten für Rudi Bauer. Ich packe das natürlich wie immer mit in die Shownotes. Ja, also so viel zum Thema Sklena. Das sind jetzt vier ausgewählte Linien einer Zuchtgemeinschaft. Mhm. Aber dass man einfach mal einen Eindruck bekommt, worauf wird da selektioniert, worauf wird so geachtet, wie unterscheiden die sich? Und gebt uns gerne mal Feedback. Kannst du erklären, wie sich diese Bezeichnung zusammensetzt? Das würde mich mal interessieren. Die 47 ist die... das ist der Bienenstock, den Guido Sklena seinerzeit als das Volk ausgewählt hat, was nachzuchtwürdig ist. Mhm. Und weil dieses Volk so outstanding war, hat er halt angefangen, sich dafür so mehr zu interessieren, zu selektionieren. Das ist quasi die Urmutter, die 47, von der Sklena. Und die 9, habe ich mal gelesen. Weiß ich jetzt leider nicht, tut mir leid. Okay. Aber die also alle Sklena-Völker haben dann also die 47. Da würde mich mal interessieren, vielleicht wenn jemand zuhört und andere Karnika-Linien hat, wie die Nummern da aussehen. Oder vielleicht kann das jemand mal auflösen mit den Nummern, wenn jemand dazu Lust hat. Ich kann auch... also da kann auch mal jemand anders für uns was... zusammentragen. Korrekt, ihr könnt auch mal was tun. Nee, ich kann ja und warum ist bei der einen und warum steht bei der einen G? Das habe ich auch, ich glaube, das kommt, ist auf irgendeinen Namen zurückzuführen, der da weitergezüchtet, der oder die. Ich weiß, die Tochter hat auch relativ viel gemacht. Oder der hat irgendeine Linie nach der Tochter genannt. Shit, ich habe das alles mal gelesen, aber ich merke mir ja sowas nicht gut. Ein paar Informationen dazu findet man auf jeden Fall auf der Seite vom Sklena-Bund. Da könnt ihr auch mal schauen. Du hast doch jetzt auch so ein Buch, hast du mir erzählt. Hast du ein bisschen mit rumgeflext. Ja. Das kein anderer hat, nur du. Nein. Ja, wie?
Das haben schon noch ein paar. Das ist halt nicht mehr lieferbar. Das habe ich auch, glaube ich, beim letzten Mal habe ich das nicht sogar schon in die Kamera gezeigt. Hier Imkerpraxis von Guido Sklener ist nicht mehr lieferbar. Aber beim Sklenerbund hatte ein findiger Kollege hatte da irgendwie noch, keine Ahnung, 30 Exemplare oder so irgendwo aufgetan und hatte dann im Sklenerbund intern eine Rundnachricht geschickt. Wer Interesse hätte, soll sich melden. Und da habe ich natürlich sofort zugeschlagen. Und ja, da bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt. Die Leute, die uns bei Social Media folgen, die haben mein Foto gesehen mit meinem Sub, mit meinem Stapel ungelesener Bücher. Das hat sie übrigens nur gemacht, weil ich da meine 4 Bücher vorgeschlagen habe. Dann musste sie natürlich direkt nachlegen mit 15 Büchern. Ja. Ja, wirst du eh nicht lesen, das weiß ich jetzt schon. Na, ich werde sie schon lesen, aber ich werde sie nicht in 2022 alle schaffen, das ist unrealistisch. Ja, das ist aber das Ziel. Das ist auch so eine Sache, ne? Verschwendungen vermeiden, indem man sich realistische Ziele setzt. Ja, das kannst du doch für dich gerne machen. Das ich ja, ich würde dir aber auch gerne ein bisschen helfen. Nee, danke. Ich möchte dich verbessern. Ich möchte deine Hilfe nicht. Danke. Nein, ich möchte deine Hilfe natürlich, aber nicht in solchen Sachen. So, nächstes Thema. Das war ein Scherz, ne? Nicht, dass jetzt jemand denkt, was ich so frech bin und gemein. Bin ich nicht. Nächstes Thema. Ja, du bist doch hier die Moderatorin. Ich bin nur Sidekick. Ich finde übrigens, wir sollten das mal. Wir könnten eigentlich pro Folge mal die Moderatorenrolle tauschen und ich bin sehr gespannt, wie die Folge wird, wenn du Moderator bist. Da kannst du aber, da werden die Leute noch 2 Jahre von reden. Oder auch nicht, weil nach 2 Minuten die Folge vorbei ist. Also, wir haben einen Zuschauer, Zuhörer, der uns einen Videolink gesendet hat. Ich hatte das auch bereits beim Bienensymposium, das hatte ich ja mehr oder weniger live verfolgt, hatte ich den Vortrag von Lutz Eggert auch gehört und habe mir das aber dann nochmal etwas genauer zu Gemüte geführt, weil er halt gesagt hat, ihr könnt euch ja das mal anschauen und was dazu sagen. Und zwar geht es so ein bisschen um die Zukunft der Imkerei und ich fasse vielleicht mal so ein paar Punkte zusammen. Er steigt ein damit, dass der angepasste Brutraum im Prinzip die einzige Betriebsweise ist, die ja oder die Betriebsweise, die mit gutem Menschenverstand, das ist die ist, die man mit gutem Menschenverstand auch wählt. Finde ich an sich schon schwierig. Es gibt sicherlich Gründe dafür, aber ja, ne? Also so also ich muss sagen, da, so Unrecht hat er da nicht, aber das hat natürlich nichts mit Menschenverstand zu tun. Das hat einfach damit mit dem Handling. Also ich finde, das ist einfach die einfachste Kiste vom Handling her. Weil also du hast einfach viel, also mein Argument ist einfach der Platz. Du kannst schön die Rähmchen schieben, hast mega viel Platz. Ja, ne? Das ist so das, wo ich denke, der Biene ist es egal, in welcher Kiste die Biene ist. Das ist, steht ja, das außer ist, Frage. Ja, das sieht er halt nicht so, sondern er bezog sich ja auf den angepassten Brutraum. Und dass die Biene halt möglichst viel Raum um sich herum, möglichst wenig Raum um sich herum mitheizen muss. Und wenn wir starke Winter haben, dann würden wir unser Haus ja auch isolieren, dämmen korrekterweise natürlich, würden wir unser Haus ja auch dämmen. Und also er bezog sich auf den angepassten Brutraum. Ich sag mal so, die Zahlen sprechen ja schon dafür. Und ich finde ja auch die Erklärungen, ne, da haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen, was gut ist am angepassten Brutraum, ne, dass einfach die armen Bienen auch den Brutraum und auch die Königin haben, ist besser unter Kontrolle. Also ich sehe die Punkte, keine Frage. Aber ob man sich dann so hinstellen muss und das so sagen muss, weil es ist halt auch nur eine Meinung, weiß ich nicht. Ich finde ich schon so mäh, muss ich sagen. Dann kam direkt der nächste Schlag. Und zwar hat er die bisherige Zuchtarbeit verglichen mit Jagdhunden, indem er den Geruchssinn abgezüchtet hat. Und da muss ich sagen, also klar gibt es Zuchtrichtungen, wenn man auf Farben selektioniert wird oder irgend sowas. Ne? Ja, das ist schon... Gibt es das bei der Sklener Flügelindex? Dass man da diese Messungen macht? Ja, klar. Wenn die anerkannt sind, dann wird das ab und zu mal gemacht. Das war ja das eine, was ich auch erwähnt hatte bei der einen Linie ist ja das auch ist ja dann gemacht worden. Das ist... kann man natürlich kritisieren und ich sag mal, Guido Sklener selbst hat diese Farbzuchtgeschichte ja
seinerzeit in den 30er Jahren schon kritisiert, ne? Und er war ja nicht der Einzige. Also da gibt es ja wirklich ganz viele, die sich damals schon geäußert haben dazu, was das für ein Kokolores ist. Ich sag mal, es macht sicherlich bis zu, also ich sehe den Punkt, dass wenn man sagt, wenn ich eine graue Biene habe und die ist wirklich einheitlich grau, dann weiß ich, dass sie keine Fremdanpaarung hat. Mit, keine Ahnung, was da noch so kreucht und fleucht. Also von daher, ich sehe den Punkt, aber man sollte das auch nicht überbewerten, ne? Aber ich sag mal, das ist jetzt sicherlich nur ein Beispiel, was er anführen würde, wenn man ihn fragen würde, was er damit meint. Aber den Jagdhund jetzt den Geruchssinn abzuzüchten und unsere Bienen damit zu vergleichen, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht ein bisschen viel auf die Kacke gehauen ist. Das ist einfach eine Frechheit, weil Züchter in der Vergangenheit hatten ja ganz andere Herangehensweisen oder ganz andere Herausforderungen zu meistern. Und die haben halt diese Herausforderungen gemeistert. Und er stellt sich jetzt dahin, wie lange imkert er? 10, 15 Jahre? Und genau, stellt sich jetzt hier als den Genetik- und Zuchtgott dar. Also das gefällt mir an dem Herrn überhaupt nicht. Ich bin mir nicht sicher, was ist für mich auch ziemlich, deshalb ist er für mich auch ziemlich unsympathisch. Und ich kann mir diese Videos von ihm auch nicht ansehen. Das ist so, das war eine richtige Qual, sich dieses Video anzusehen. Weil das fängt schon damit an, ja, höchstwahrscheinlich ist irgendjemand da ausgefallen, der einen Vortrag halten sollte. Und dann ist er eingesprungen und gesagt, ja, ich habe keine Folien erstellt. Ich mache das jetzt einfach mal frei. Und das war so ein schlechter Vortrag. Der hatte keinen roten Faden. Er ist hin und her gesprungen. Ja. Er widerspricht sich ständig selber. Ja. Ja, und das ist einfach, finde ich, gegenüber dem Zuhörer, ist das einfach XXX. Also ich habe mir auch vorgenommen, nicht mehr Leute so stark zu kritisieren, aber beim Herrn Eggert muss ich das leider machen, weil der geht mir einfach auf die Nerven. Also ich bin mir nicht zwei Punkte dazu. Ich bin mir nicht sicher, ob er sich wirklich selbst als hier den Züchterguru und Gott sieht. Ich denke nicht, aber man hat so manchmal den Eindruck, dass er sich vielleicht ein bisschen so über andere... Er positioniert sich aber so. Genau, vielleicht macht er das nicht extra, aber so ein bisschen habe ich leider den Eindruck auch, und das mag ich nicht, wenn Leute sich so darstellen, als die es verstanden hätten. Und der andere Punkt ist, ich glaube, er sollte eigentlich zu einem anderen Thema referieren, und ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, dass er den Vortrag so die letzten zwei Tage davor, vielleicht hat er einen von den Vorträgen am Tag davor oder so gehört und vielleicht hat ihn das getriggert und hat sich gedacht, ich habe ein besseres Thema. Ich will noch was ergänzen, ne? Ich hatte gerade gesagt hier, dass er, weiß ich nicht, erst 10 Jahre oder 15 Jahre imkert, ne? Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass man dann keine Kompetenz haben könnte, aber trotzdem sollte man dann gegenüber Leuten, die vielleicht seit 50 Jahren züchten, dann nicht so solch eine Wortwahl verwenden. Ich finde, das ist genau der Punkt. Also ich sag mal, 15 Jahre zu imkern, da kann man sicherlich vielleicht ganz okay imkern. Und manche können vielleicht mit 10 Jahren besser imkern als andere mit 15 Jahren, aber die Zucht ist das Thema. Und ich sag mal, wenn eine richtige Zucht, das braucht so viel Fachwissen und so viel Erfahrung, dass ich da tatsächlich diesen Maßstab der Zeit anlegen würde. Und ich meine, wir haben ja ein paar richtig große Züchter, jetzt unabhängig von Backfass oder Carnica oder was auch immer, die das wirklich länger machen, als ich alt bin. Und das ist wirklich schon, so wie du sagst, denen gegenüber so eine Aussage, die er so pauschal getroffen hat, ohne das irgendwie zu verifizieren nochmal, finde ich auch einfach unverschämt. Gebe ich dir recht. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Denen gegenüber ist es einfach unfair, die ihr Leben quasi damit verbracht haben, zu züchten und immer noch verbringen. Und es gibt wenige große Züchter. Und ja, und ohne das Material von diesen Leuten könnte er gar nicht das machen, was er macht. Ne? Und ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, was er macht, weil ich bin da irgendwie, ich habe da absolute Antipathie irgendwie gegenüber diesen Äußerungen, die er getätigt hat, auch schon in der Vergangenheit. Deshalb beschäftige ich mich mit ihm auch nicht. Ja, und manchmal hört man ja schon so ein paar ganz spannende Sachen. Ja, das ist alles so... Genau. Und dann kam der nächste Knaller. Weit über 80% der Imker, hat er gesagt. Weit über 80%, das war exakt das, was er gesagt hat, finden es schändlich, mit Bienengeld zu verdienen. Und er stützt diese Behauptung auf, sie sind nicht bereit dafür, viel Geld für Königin auszugeben und
am Honigpreis. Also an diesen beiden Punkten könnte man ablesen, dass weit über 80% der Imker es schändlich finden, mit Bienen Geld zu verdienen. Und das finde ich, also da habe ich mich, ich habe mir die Stelle dreimal angehört und mir gedacht, was, hä? Was wie zum Teufel kommt der da drauf? Und weiß ich nicht genau, was er meinte, nicht bereit, Geld für Königin auszugeben. Ja, okay, stimmt vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch manchmal einfach die Schwierigkeit, da dran zu kommen, Angst, wie kann man die Königin ins Volk bringen und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall finde ich die Ableitung und weit über 80% finde ich einfach, das ist so, weiß ich nicht, Hanebüchen. Ich weiß nicht, wie kommt der da drauf? Ja, und außerdem, man muss ja auch nicht jedem Hobby und Imker unterstellen, dass er eine Gewinnabsicht haben sollte. Für die meisten Leute, für, weiß ich nicht, für 95% der Imker ist das ein Hobby. Und da muss ich kein Geld mit verdienen. Die machen das aus Leidenschaft, aus Freude. Und das ist eins der wenigen Hobbys, wo zumindest ein bisschen Geld auch wieder zurückkommt, dass man dann wieder in das Hobby investieren kann. Aber die meisten Leute machen das ja nicht mit einer Gewinnerzielungsabsicht, sondern machen das auch einfach aus Spaß an der Freude. Und das kann man den Leuten auch nicht absprechen. Soll doch jeder machen, wie er will. Und wenn er aber eine Kommerzialisierung der Imkerei weiter vorantreiben möchte, dann ist das sein Ding. Aber wenn die Leute dann da nicht mitgehen, dann muss er das auch akzeptieren und kann dann nicht so sagen, hier, er könnte das nicht verstehen, dass man mit der Imkerei kein Geld verdienen möchte und er kann es nicht verstehen, dass man bei ihm dann nicht die Königin kauft, jetzt überspitzt dargestellt. Genau, das hat er so nicht gesagt, aber es ist irgendwie so direkt das Gefühl, was man hat. Und spannenderweise ist das ja wirklich irgendwie diese... Ja, warum macht er denn das alles? Er macht das doch nur als Selbstvermarktung. Deshalb ist er doch auch letztens in den anderen Podcast gegangen, Interview mit einem Imker. Da ist er ja sicherlich nicht reingegangen, weil er so gerne über die Bienen quakt, sondern er ist da reingegangen, weil er so gerne darüber quakt, was er alles macht und was man alles bei ihm kaufen kann. Ne? Weiß ich nicht, würde ich mir sagen. Angefangen beim Nagelbrett hin zu selektierten Königen. Ja, dieser Prickelstempel, wie ich es immer nenne, den hat er ja patentieren lassen. Und was spannend ist, weil die AGT ja schon in den 90er Jahren dieses Ding ja als Bastelanleitung rausgegeben hat, dann kann man sich auch so ein bisschen fragen. Aber ja gut, wenn sie das dann, hat er halt cleveren Schachzug getan, ne? Wenn sie das, ja, das aber ich sag mal, wenn man davon quakt, dass wir alle zusammenhalten müssen, dann finde ich die Sache mit dem cleveren Schachzug ein bisschen... Natürlich. Das hatten wir doch vorhin schon mal, weil bei Geld hört die Freundschaft auf. Also spannenderweise wird ihm das ja von verschiedenen Seiten immer mal wieder vorgeworfen, dass Geld eine große Rolle spielt und auch der Kollege von Interview mit einem Imker hatte in der jetzt neuen Folge nochmal Stellung dazu bezogen, dass es auch im Prinzip nochmal irgendwie zur Sprache kam. Und die Kommentare unter dieser Folge mit Lutz Eckert, die waren auch relativ... so wie man das von YouTube kennt, knackig, sag ich mal. Also das ist tatsächlich eine Thematik bei Lutz Eggert. Ich weiß nicht, ob das unfair ist, aber mir geht's wie dir. Ich bin ein bisschen abgeneigt. Nö, ich kenne ihn ja nicht persönlich. Ne? Ich kann mich ja nur darauf stützen, was ich sehe. Und das, was ich sehe, das ist die Empfindung, die ich gerade kundgetan habe. Ne? Ja. Eventuell täusche ich mich damit auch, aber dann liegt das... an seiner Außendarstellung oder vielleicht an meiner Wahrnehmungsstörung. Das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich habe das schon von vielen Leuten gehört, die das ähnlich empfinden. Genau. Und denen das auch auf den Nerv geht. Ja, in der Tat. Und er ist schon einer, wo... Vor allem, er geht ja auch nicht auf Kritik ein. Also ich sehe das ja bei Facebook oder so in irgendwelchen Diskussionen, dann kommt da nur irgendwie so ein Herz hin oder so, wenn man ihn kritisiert. Ne? Anstatt dass er da mal selber in die Diskussion einsteigt, dann kommt dann quasi nur Polemik. Ne? Ja. Und es ist ja auch so, dass er dann auch von Kollegen angegangen wird, die Berufsimker sind und sich dann fragen in der Diskussion, was soll das? Ne? Und da gibt es dann keine Äußerung dazu. Ne? Und das finde ich immer ein bisschen schwierig, aber soll jeder machen, wie er will. Und ja, genau. Dann hat er das Thema Imkerschein auch nochmal angesprochen, hat sich, wenn ich mich richtig entsinne, sehr positiv dazu geäußert. Und dann kam der spannende Teil, den ich auch...
sehr interessant finde und wo ich finde, da könnte man noch weitere Gedanken dran verschwenden. Und zwar Bienen als Werkzeug des Umweltmonitorings einzusetzen. Er hat das so ein bisschen dahergeleitet, dass es ja immer mal wieder die Kritik gibt der Massenaufstellung von Bienenvölkern, dass es dort eben auch eine Problematik mit Viren geben kann, dass sich Viren dort besser verbreiten, dann über die ganze Population, die am Ort stehen. Das ist, denke ich, nicht an den Haaren herbeigegriffen, dieses Thema. Und er meinte, man könne das ja eventuell so lösen, dass man eben eine Einzelaufstellung hat und wenn man die umsetzt, dass man die Bienen eben als Werkzeug zum Umweltmonitoring einsetzt, dass man die Produkte des Bienenvolks, sprich Honig, Wachs, Pollen, entsprechend analysieren lässt auf die Umgebung und dann eben eine Art Umweltsiegel für die Umgebung herausgibt. Also ich sage mal jetzt hier in Monheim am Rhein, ne, wenn wir jetzt hier so voll die Touri-Erholungs, wenn das voll das Touri-Erholungsgebiet wären, dann könnte ich ein Volk mir dahinstellen, das untersuchen lassen und dann könnte man halt unter der Schirmherrschaft des DIP, des DBIB, der Apimondia, er hat ja verschiedene Sachen auch ins Gespräch gebracht, dass man eben für die Stadt, für die Umgebung, für das Gebiet ein Umweltsiegel, ein Zertifikat herausgeben kann. Und dann sagt er irgendwas von Einnahmen 100 € pro Bienenvolk, wobei ich mir denke, also wenn ich jetzt als Berufsimker irgendwo 60 Völker stehen habe in einem guten Gebiet, dann kriege ich da ein paar Tonnen Honig. Und wenn ich jetzt aber ein Volk da stehen habe für 100 €, finde ich das jetzt vielleicht ein bisschen so zum Thema Geld verdienen, fand ich jetzt ein bisschen widersprüchlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit er das durchdacht hat. Und dann hat er noch gesagt, mit dieser Lösung würden es die Streitthemen, die es heute unter Imkern gibt, wären dann nicht mehr relevant. Wobei ich mir gedacht habe, wenn ich allein mit den Bienen, ohne dass ich irgendwas daran mache oder Honig ernte und die einzeln aufstelle, wenn ich allein damit Geld verdiene, dann glaube ich nicht, dass es weniger Streitthemen gibt, sondern mehr. Weil wenn ich so einfach Geld verdienen kann, dann haben mehr Leute Lust, Geld zu verdienen daran. Also ich fand das Ja, halt insgesamt so ein bisschen. mittlerweile, heute denken ja jetzt schon Leute, ne, dass es so einfach wäre, mit Bienengeld zu verdienen. Ne? Wie viele neue Imker gibt es, die nach einem Jahr dann denken, oh, jetzt rüste ich mal auf 50 Völker auf, klappt ja alles so super, ne? Und dann wird die Illusion ziemlich schnell wieder geraubt nach dem zweiten Jahr oder so, ne? Also insgesamt, der ganze Vortrag, das hast du eben auch schon angedeutet, fand ich unstrukturiert. Er hat so ein paar Plattitüden rausgehauen. Dann ist er irgendwie von A nach B gesprungen. Es gab keinen roten Faden. Manche Sachen sind einfach irgendwie, keine Ahnung. Ich hatte das Gefühl, er hat nicht weitergedacht. Ich finde die Idee mit dem Umweltsiegel gut, sehr gut sogar. Da kann man sich auf jeden Fall Gedanken drüber machen. Ja, aber solche Überlegungen gibt es ja auch schon. Das ist ja quasi diese Smart City-Bewegung. Also quasi das Bienenvolk als Biosensor eingebunden in so ein großes Konzept, Internet of Things, dass alle möglichen Daten miteinander abgeglichen werden, um dann ein Gesamtbild dadurch zu erzeugen. Ne? Das ist ja jetzt nichts Neues. Ne? Das ist halt aber noch nicht in der Form so umsetzbar. Ne? Aber das wird sicherlich in den nächsten paar Jahren kommen. Ne? Technik schreitet ja immer schneller voran. Ja. Also beziehungsweise die Kapazität der Technik verdoppelt sich ja in dem Bereich immer. Also was heute nicht denkbar ist, ist in 2 Jahren State of the Art. Ne? Aber das ist wieder so eine Sache, was hat der gemeine Bienenhalter von sowas? Ne? Das spricht dann wieder nur irgendwelche Spezialisten an, die dann sowas anbieten. Weiß ich nicht, also er sprach auch man müsste halt die Verteilung reglementieren, wo wie viele Völker stehen und so, um eben einerseits dieser Massenaufstellung ja so ein bisschen Einhalt zu gebieten und andererseits, um es fair zu machen. Aber ganz ehrlich, wer will denn das bestimmen? Und was ist mit Berufsimkern, die davon leben? Die Ja, und können dann wirklich dann nur müssen wir ja verteilen. dann auch bestimmen, wie viel Königin er züchten darf oder wie. Ja, ich finde einfach, die Idee finde ich gut, aber es ist null durchdacht. Und ich sehe überhaupt gar keinen Lösungsansatz für irgendwas da drin, muss ich sagen. Also ich sehe eher mehr Probleme als weniger. Also interessantes Video. Also ich habe es mir bestimmt insgesamt mindestens dreimal komplett angeguckt, aber in Wahrheit immer wieder in Teilen, weil ich mir manche Sachen auch einfach mir mehrfach angehört habe, weil ich versucht habe zu verstehen, was er eigentlich damit sagen will und diese Gedankensprünge, die er da irgendwie macht. Ja, und vor allem dieser Reglementierung der Anzahl der Bienenvölker, das ist ja ein absoluter Blödsinn. Ne? Wenn du in einem Trachtgebiet ist und es knallt, dann können da 500 Bienenvölker stehen und alle kriegen was. Aber wenn das Gebiet es einfach nicht hergibt, dann können da auch 5 Bienenvölker in dem Gebiet kaputt gehen. Ne? Das muss der Imker für sich selber erkennen.
ob er da Bienen zu stehen hat oder nicht. Und nicht irgendjemand sagt mir, du darfst da keine Bienen mehr hinstellen. Das ist ja wohl meine eigene Entscheidung, oder nicht? Das ist genauso auch dieses, ach, ich stehe jetzt schon seit 30 Jahren da, wenn sich jetzt ein anderer Imker hinstellt, dem zünde ich die Beuten an. Ne? Mhm. Wer bin ich, dass ich das entscheiden darf? Dass man nicht direkt sich 5 Meter neben einen anderen Imker stellt, das ist klar. Aber wenn man sich 100, 200 Meter hinstellt, wer will mir das verbieten? Und da hätte ich auch gar kein schlechtes Gewissen bei. Also, was halt wirklich aufgefallen ist, als ich den Vortrag zum ersten Mal gehört habe, habe ich eben das mit diesem Umweltsiegel wahrgenommen und fand ich eine gute Sache und fertig. Und dann eben, als diese Bitte kam, ob wir uns mal dazu äußern mögen, habe ich es mir noch mal genauer angehört. Und da ist mir auch erst aufgefallen, was er eigentlich macht. Der haut einfach so undurchdachte Sachen raus, aber zwischendurch immer wieder so Schlagworte. Da wird dann auch fröhlich geklatscht. Zum Beispiel, ne, weit über 80% der Imker finden es schändlich, mit Bienen Geld zu verdienen. Und dann klatscht der ganze Saal. Das ist aber, das entbehrt, das ist so eine Art der Rhetorik, die ich ganz, ganz, ganz schwierig finde, muss ich sagen. Gefällt mir nicht. Ja, das war unsere Meinung dazu. Aber wie war das denn nochmal? Man verdient nicht an der Imkerei Geld, man verdient an den Imkern. Ja, genau. Ist was dran. Und wie war, noch, ich weiß nicht, hast du mir das gesagt, er will eigentlich gar nichts mehr selber Honig ernten? Oder wie war das? Ja, ich glaube, er macht das, glaube ich, gar nicht. Womit verdient er denn dann Geld? Ich weiß nicht, ob der hauptberuflich aber der verdient ja dann an anderen Imkern Geld, ne? Und nicht an seinen eigenen Bienen. Sehe ich das richtig? Ja, ja. So? Er ist schon mit der Zucht. Aber okay. Ich weiß nicht, ob das sein Hauptjob ist oder ein Hobby. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Will ich auch gar nicht wissen. Herr Eckert, melden Sie sich. Nein, bitte nicht. Bleiben Sie da, wo Sie sind. Danke. Marie möchte ein Interview führen. Nein, möchten wir nicht. Abgelehnt. Wir sind sehr demokratisch hier beim Imker-Podcast. Habt ihr das Video gesehen? Habt ihr eine Meinung dazu? Findet ihr das total doof, was wir sagen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wir reden schon eine Stunde und eine halbe Stunde fast. Das heißt, wir machen jetzt mal hin. Aber wir haben euch ja 2 Wochen vernachlässigt. Das heißt, wir gehen jetzt mal über zu Highlights und Aufreger der Woche. Hast du ein Highlight oder ein Aufreger? Nein. Aber da du was erzählt hast, war das dann auch mein Aufreger der Woche. Weil mich das auch sehr emotional bewegt hat. Was hat dich emotional bewegt? Dein Ärger mit der Beutenwelt. Ach so, nein, ich habe keinen Ärger mit der Beutenwelt, sondern ich habe ja berichtet, dass ich da Flachzangen bestellt habe. Ich möchte das ja dieses Jahr gerne mal ausprobieren. Und dann habe ich da einfach was bestellt und bin mit dem Material aber zufrieden, muss ich sagen, ohne da jetzt hier Werbung machen zu wollen, aber gefällt mir. Und dann habe ich, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche eine Anzeige bekommen bei Instagram, eine tolle Werbeanzeige, dass sie exakt das Format, was ich jetzt gerade bestellt habe, dass sie das aussortieren zum Ende des Jahres. Und ich hasse sowas. Und du hast du das Material bestellt, weil das damals schon rabattiert war? Nee. Da war es normalpreisig, ja. Normalpreisig günstig. Ja, genau. Also die nehmen jetzt alles raus, was diese Österreich-Linie ist. Und da habe ich mich ein bisschen geärgert. Da muss die Visa-Karte jetzt nochmal glühen. Ja, ich habe auch direkt jetzt nochmal nachbestellt. Und zwar habe ich mir gedacht, ich habe jetzt, glaube ich, für 5 oder 6 Völker insgesamt Material bestellt, weil ich die meistens meine Stände so in der Größe habe, so 5 bis 10 Völker, mehr mache ich pro Stand nicht. Und kann ich halt einen Stand damit ausstatten. Und die sind aber nicht kompatibel mit den Liebigbeuten, ne? Nee, auch ärgerlich. Steht das nur über oder... Ist der Innenraum gleich und steht es nur über oder was ist das Problem? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich habe Länge und Breite, habe ich hier doch die Maße geschickt, keine Ahnung. Irgendwas stimmt da auf jeden Fall. Ja, ich dachte, du hättest das vielleicht mal ausprobiert. Nö. Dann könntest du ja vielleicht... Ich baue die jetzt mal zusammen. Also ich habe sie immerhin ausgepackt. Also komm. Ich habe sie ausgepackt und hab mir das angeguckt. Das macht überleg mal, wenn zwischen Honigraum und Brutraum dann so ein 2 Zentimeter Luft wären. Das wäre doch traumhaft. Ja, toll. Mhm. Dann kriegst du die Beute gar nicht mehr ab, die Tage. Ja. Weil Marie hat ja kein Absperrgitter, deshalb hat sie dann anstatt Brutraum und Honigraum, hat sie dann einen Bruthonigraum. Quasi, weil sie es nicht mehr auseinanderbekommt. Ein Bonigraum. Ja, genau. Das war mein Aufreger. Das ist einfach ärgerlich, wenn man Material bestellt und dann wird es irgendwie aussortiert. Das ist einfach Kacke. Ja. Aber gut.
Also wer von euch... Und ich hatte dir das noch gesagt, ne? Bestell da. Ja, stimmt, du bist eigentlich schuld. Ja. Gut, dass du es sagst. So, und dann haben wir noch zwei Veranstaltungstipps. Der eine Veranstaltungstipp war der Pissikustag, aber der ist jetzt ganz frisch vor ein paar Tagen abgesagt worden, findet also leider nicht statt. Das heißt, ich werde euch verschonen mit dem Programm, das hätte ich euch sonst nämlich jetzt vorgelesen. Aber wir wollen euch dafür erzählen von der Fachtagung von der Imker AG, vom Österreichischen Erwerbsimkerbund. Findet vom 18. bis zum 20. Februar statt. Dort ist jetzt das, was eigentlich vor Ort war. Ausstellung ist jetzt auch abgesagt, aber die Vorträge werden gestreamt. Und ich glaube, die Karte kostet 25 Euro, aber das Programm ist noch nicht bekannt. Wir haben aber letztes Jahr uns das auch angeschaut. Du, glaube ich, auch, ne? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Online auf jeden Fall. Und die Vorträge waren, da waren sehr, sehr gute Vorträge dabei. Das heißt, sobald das Programm raus ist, werden wir euch hier auf dem Laufenden halten. Und genau. Das ist ungefähr vergleichbar so von den Vorträgen wie das die Veranstaltung von Herrn Binder. Ja, würde ich auch sagen. Und 18, die eine kostet 25, die andere kostet 90 Euro. Ja. Also da kann man sich überlegen, wo man vielleicht... ein bisschen Geld ausgeben könnte irgendwo vielleicht. Ja, nicht. Gut, jetzt muss man natürlich sagen, dass der Österreichische Erwerbsimkerbund natürlich eine andere Finanzierung dahinter hat als die Ambruster Imkerschule. Kann man ja vielleicht fairerweise sagen, aber ja. Aber wie viele Erwerbsimker gibt es denn in Österreich? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bestimmt auch nicht so viele, oder? Ich weiß halt nicht, ob die vielleicht. Ja, gut, der eine hat ja schon 15.000 Völker, ne? Ich glaube mehr, 20.000, oder? Ja, oder so. Der Herr Mandl. Oh, das ist eine Hausnummer, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, so viel. Vor allem von null. Also er ist nichts geerbt oder so, ne? Selbst aufgebaut. Ja. Und der ist ja auch noch nicht so Asbach uralt. Also ich würde mal schätzen, nee. Der ist maximal 50, wenn überhaupt. War vielleicht ein bisschen älter. Ja, ich hätte so gedacht, Anfang, Mitte 50, ja. Aber ein echt ein cooler Typ, muss ich sagen. Also wenn man eben sich bei diesen Angeboten von der MKG rumtreibt, dann der springt auch oft mit rum, ist so total zugänglich und ist ja auch bei Facebook sehr aktiv und total der nette Kerl, so habe ich ihn bisher kennengelernt. Hilfsbereit und es gibt übrigens bei dieser MKG gibt es auch einen Imker-Chat. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt hatten. Der während der Saison fand der, glaube ich, immer montags statt oder was, alle paar Wochen. Und ich glaube, bei diesen Vorträgen und so, bei diesen Programmen ist das auch häufig abends. Das ist ganz nett gemacht. Man hat so virtuelle Tische und kann dann so hin und her tauschen. Und, also aber auch mit Bildchen. Genau. Ja, und das ist ein sehr nettes Programm. Und da ist auch gemischt Hobby-Imker, Vollerwerbs-Imker, ist alles mit dabei. Und wenn man da öfter teilnimmt, dann kennt man irgendwann seine Pappenheimer auch. Ist ganz nett. Ja, letztes Jahr haben wir das ein paar Mal gemacht, ne? Ja, und dann haben die das irgendwie ausgesetzt und jetzt die letzten paar Monate habe ich nicht mehr reingeschaut. Oder die hatten das, glaube ich, während der Saison ausgesetzt. Ja, im Winter war das jede Woche. Glaube ich, montags immer. Also teilweise auch 4-5 Stunden waren wir da drin. Und es war oftmals noch vorher so ein Vortrag. Also genau. Die haben... Ja, das war gut. Manchmal waren die so ein bisschen, dann waren das auch Hersteller von irgendwelchen Produkten. Ja, dieser Typ mit dieser mit diesen Wärmedingern in den Rähmchen, in den Waben. Ja, das fand ich Varro, wie heißt das? Varro aus der Schweiz auf jeden Fall. Genau, da werden die Drähte erwärmt. Das war relativ interessant. Ich weiß gar nicht, hat der eine nicht das auch da vorgetragen oder war das bei der Imker-Tagung mit dem Verdampfer, der Österreicher? Dein Kumpel da. Du meinst Georg von Georg Saal. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn da nur kennengelernt habe im Gespräch oder ob er da was vorgetragen hat. Das weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall habe ich ihn darüber kennengelernt, ja. Und genau, dann hatte ich ihn ja auch mal zu uns in den Verein eingeladen. Das war auch ein super spannender Vortrag. Könnte mal seine Homepage auschecken. Georg ist in Deutschland verboten. Ja. Aber das Gerät finde ich eigentlich nicht schlecht, das sieht ganz nett aus. Ja, ja, und das war ja auch vor dem Varrox Eddy das erste erste akkubetriebene Oxalsäureverdampfer, den es überhaupt gab. Ja. Aber leider auch sauteuer, ne? Auch über 300 Euro. Ne? Ja, das ist natürlich Handarbeit, das Ding. Ne?
Ja, ich denke, damit haben wir es für heute, ne? Eine Schade. Stunde 34. Schade. Ich glaube, das ist die längste Folge, die wir je aufgenommen haben, und jetzt reicht's auch. Schade. Schade, Schokolade. Dann sagen wir ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiederhören.